geht. Oh, aua. Das kann nur kurz teilen. Aber hast du meine Socken an? Ich habe deine Socken an, ja. Was ist daran so witzig? Jetzt hat die Rose annehmen können. Ich habe wirklich deine Socken an. Ja, hast du. Meine Kuschelsocken, ich glaube, ich spinne. Ich bin gleich fertig. Ich habe deine Socken an. Du kannst schon mal reden. Ich teile gerade nur noch. Ja, ja. Sind schon welche da? Sind schon 60 Leute da, ja. Hallo, meine Lieben. Meine Schnuckelpupsis. Ich habe gerade erst mal festgestellt, dass der Herr Kreuzer meine Socken an hat. Ja, ich habe Kuschelsocken an. So, Freunde, heute mal ohne Ankündigung, aber es geht ins Geisterhaus. Ich glaube, den Weg erkennt ihr alle. Hallo, Sandy. Dankeschön, Nina. Erkennt ihr, glaube ich, alle ganz gut. Was sagst du? Ja. Wichtig, Leute, heute, ich sag's diesmal am Anfang und nicht mittendrin, bitte mal hier oben die 10.000 Likes voll machen und den Stream nochmal teilen. Ich habe heute keine Ankündigungsstory gemacht. Der ein oder andere hat das schon mitbekommen, dass wir beim letzten Mal hier nicht alleine waren. Und genau das wollten wir zumindest in der Form verhindern, dass die Leute sich nicht darauf vorbereiten können. Natürlich sieht auch jetzt jeder, dass wir hier sind. Allerdings kann sich keiner darauf vorbereiten. Wetter ist auch nicht unbedingt das Beste. Ich denke mal, die Leute, die einen stalken, auf die Nerven gehen, das sind Schönwetternerver. Das ist ein schönes Wort, oder? Das sind Schönwetternerver. Also Leute, Dankeschön, Sienchen. Vielen lieben Dank für deine Koralle. Dankeschön. Ja, Freunde, Uhr wurde umgestellt. Wir gehen im Hellen jetzt rein. Vielleicht für euch auch nochmal schön. Ich glaube, das meiste habt ihr immer gesehen, wenn es hier dunkel war. Also, es geht heute wieder hier in das Haus hinein. Falls jemand... Nee, das erzähle ich erst dann, wenn wir etwas weiter sind. Erstmal gucken, ob sich hier wieder irgendetwas verändert hat. Ich war auch das letzte Mal hier gewesen, wo ich das Video gemacht habe. Oh, Dani läuft schon mal. Ja, rutsch bitte nicht aus. Gib dir Mühe, nicht auszurutschen. Was hast du gesagt? Da hätten wir zumindest alle Büro auf unserer Seite. Ja, das hätten wir definitiv. Erstmal gucken, ob hinten offen ist. Das wäre Hammer, wenn nicht. Ja, wenn nicht, dann muss Dani mit durchs Fenster rein. Also Leute, wie immer, ich zeige euch das Haus kurz von außen. Jeder, der sich wie immer fragt, warum wir hier sind, das allererste Video auf meiner Seite ist fixiert. Da habe ich ein Video zu diesem Haus hier gemacht. Da könnt ihr euch die ganze Story nochmal anhören. Ich werde sie dann drinnen, wenn wir dann drinnen sind, hier oben im Raum, also dann irgendwo hier vorne im Raum, hier wo die wunderschöne Gardine raushängt. Wenn wir dann da oben sind, werde ich die Story dann nochmal kurz erzählen. Allerdings wäre es mir lieber, kurz auf den Kanal und einfach das allererste Video bei mir auf dem Kanal angucken. Da erfahrt ihr die ganze Geschichte, warum das Geisterhaus heißt, was es mit diesem Haus auf sich hat und was es mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Ehrlich? Kommt mir so vor. Ich leuchte mal kurz rein, also hier geht es jetzt gleich rein. Der läuft schon mal so vorher, oder? Ja. Ich hoffe nicht, dass ich durch dieses Fenster muss. Ja, wir haben nicht geguckt. Dankeschön, Nali. Tut mir leid, ich habe dich eben überlesen. Tut mir leid. Dankeschön, Nali, meine Gute. Ja, wir gucken mal. Ja, ich würde sagen, es regnet hier draußen. Gehen wir mal rein in die... Ja, ja, das ist das Bett von oben. Ja, das ist das Bett von oben. Warum machen die das? Ich verstehe das nicht. Weil mich fragt mich, wer das macht. Das könnte irgendwelche Fenster sein. Ey Leute, wenn ich euch dabei erwische... Ich war gar nicht da. Dieses Ding hier, weil ich stand nur der. Ich guck mal bei dem letzten Video, ob das da auch schon da lag. Ich weiß es nicht. Ja. Da steht nicht mehr da oben. Jetzt weiß gepasst. Kind aufgeschlafen am Kühlschrank. Sag mal, was ist jetzt hier? Dani hat gerade wieder mal, Dani hat damals mal schnell Eislauf gemacht. Ja, schnell Eislauf. Eisschnell aufgemacht. Sie will anscheinend wieder damit anfangen, so wie es gerade aussieht. Ich melde dich wieder an beim Eisschnelllauf. Oh, ist auch wirklich rutschig. Alter Schwede. Ich melde dich wieder an. Übung hast du ja jetzt. Kannst du hier oben trainieren. Ich muss das Fenster. Oha. Ich hab's geahnt. Oha. Ich hab's im Gefühl. Das ist ja nicht euer fuck ernst.
Es ist zu. Oh nee. Es ist komplett zu. Ich muss jetzt nicht wieder da vorne durch. Ja, ist dicht. Jetzt können wir das Ding mit vornehmen. Oh, das ist doch nicht euer blöder Ernst, ehrlich. Ach nee. Es ist wieder zu. Wir haben das übrigens nicht aufgemacht, weil egal, Lost Place hin oder her, verlassenes Haus, wir beschädigen nichts. Ich wusste es auch nicht. Ich war vorher nicht hier gewesen. Wir können hinten nochmal gucken, ob es hinten vielleicht wieder offen ist. Ich denke aber mal nicht. Ich muss jetzt nicht da vorne durch. Doch, es geht wieder nur durch das Fenster rein. Ja, es ist zu. Normalerweise, für jeden, den es interessiert, sind wir eigentlich immer hier reingegangen. Ich hatte es im Gefühl. Es ist wieder zugemacht worden. Okay. Super. Die Tür ist aber, ja, wir müssen vorne rein. Das wird jetzt wieder sportlich werden. Das wird sehr, sehr sportlich jetzt. Ja. Hat aber auch, wie gesagt, ich sag's immer, es hat auch seine Vorteile. Man weiß zumindest, dass nicht so einfach jemand anders hier reinkommt. Ja, es hat auch Vorteile. Also wir können jetzt wieder nur hier reingehen. Müssen wir mal erzählen, wie ich das jetzt diesmal anstellen soll. Aber das ist nicht so einfach. Ich krieg hier die Krise alles. Dankeschön, Patty, für deine Superkraft, die wir Dani gleich brauchen. Dankeschön, Carmen. Jetzt kriegt man gleich wieder eine Aktion zum Lachen. Soll ich vor oder willst du vor und ich soll hinter dir stehen? Das hab ich das letzte Mal gemacht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jetzt muss ich mich wieder auf die Glasscheibe setzen. Ich habe ein dünnes Höschen an. Kerstin, dankeschön. Ach, ein dünnes Höschen. Ja, es wurde wieder zugemacht. Ich finde es persönlich gar nicht so schlecht. Dani findet es natürlich gerade zum Kotzen, weil wir uns jetzt hier durchzwängeln müssen. Ja, es ist dazu auch noch rutschig. Ich krieg's große Brechen. Ihr seht es gerade in Dani im Blick. Dani ist gerade nicht ganz so zufrieden mit der Gesamtsituation. Ja, pass aber bitte auf. Dankeschön, Lilith. Pass bitte auf. Und war keine Handschuhe dabei. Ja. Soll ich es filmen oder soll ich es nicht filmen? Ich frage dich, deswegen frage ich extra. Christina, hey, dankeschön. Warte mal ganz kurz. Mach mal nicht ganz so laut. Es muss nicht der Letzte mitkriegen, dass wir hier reingehen. Ich hoffe, ich tue euch allen leid gerade. Warte mal, soll ich dir mal Räuberleiter geben? Ich muss erst mal gucken, wo ich hier überhaupt. Ich schneide mir wieder alles auf, ich sehe das schon wieder kommen. Die Beine sind so kurz, Schatzi. Ja, ich weiß. Ich habe auch gedacht, es wäre noch offen. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, du sitzt gerade genau auf. Geht das? Vorsicht. Oh, das sieht schon vom Hingucken schmerzhaft aus. Geht's? Warte mal, ich drück dich mal in deinen Bobbis hoch. Leute, ich will mal kurz hier rein. Ja, das ist wie die Bundesjugendspiele hier. Ja, die Jacke wird gleich aufgerissen sein. Mach langsam. Ja, ich glaube auch so geht's. Elegant wie eine Baumnatter, gell? Ja, elegant wie eine Baumnatter. Carmen, dankeschön. Melli, dankeschön. Die nimmst du kurz. Warte mal kurz. Bibi, das habe ich mir auch gerade gedacht. Du saßt gerade voll auf dieser Glasspitze hier unten drauf. Nee, ich merk's. Oh, Dani wurde gerade das zweite Mal in Jungfurt. Nimmst du kurz. Mein Rucksack musst du mir noch geben. So, Leute. Ah, ich habe mir wieder bei euch den Arsch aufgerissen. Oh. Vor allem muss ich nachher wieder raus. Ja, das tat weh, Betty. Ey, das ist. Warte mal, ich nehme mal kurz die Rucksäcke ab, warte. Schatz. Einmal. Huch, ich hänge hier fest. Wartet. Ich bin nur gerade am Sack abnehmen. Ja, meiner ist dicker. Dein Sack ist dicker, wie mein. Jetzt. Okay. So, Leute. Dankeschön. Kein Griff am Fenster, nee, da ist sogar ziemlich gar nichts dran. Der Kurz hat Glück, der hat die längeren Beine als ich. Ich muss mich aber da genau draufsetzen. Oh, er randoliert schon vorher. Okay, Leute, wir sind erstmal drinne. Also, für den es interessiert, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, hinten ist wieder zu. Wir kommen wieder nur hier vorne rein, was ganz gut ist. Keine Ahnung, lass es mal hier langlaufen. Geschichte erzähle ich dann oben nochmal. Für jeden nochmal. Das allererste Video bei mir, bei TikTok, es ist fixiert, wirklich das erste, wenn ihr bei mir auf die Seite geht, da erfahrt ihr die ganze Geschichte des Hauses. Für alle, die neu dazugekommen sind und dafür zu faul sind, auch okay,
Ich werde sie dann noch einmal erzählen. Ja. Leute, tut mir mal ganz kurz eingefallen. Ich werde jetzt mal in den Bereich gehen. Du kommst mit der Kamera rum und machst mal bitte ein paar Screenshots. Ich glaube, einige wissen warum. Ihr habt's gehört. Duck, Duck, Dankeschön für deinen Schmetterling. Der hat dir Pops noch wehgetan. Ja. Dankeschön, Duck, Duck. So, Schatzi, wo sollen Sie jetzt Screenshots machen? Ich will nicht mal da hinten hin, die sollen von da. Also von der dunklen Seite aus. Ja. Carmen, dankeschön für deine Mondscheinblume. Vielen lieben Dank, meine Gute. Dankeschön. Jetzt. So Leute, ihr habt Dani gehört. Dankeschön, Kirsten. Mal Screenshots machen. Warum wisst ihr? Der ein oder andere weiß es zumindest. Warum? Erklär's nochmal kurz. Ich habe neulich so ein komisches Bild gehabt. Da war mal was zu sehen, genau hier. Es war am nächsten Tag weg, dann war es wieder da. Es war wieder weg. Das Bild macht mich wahnsinnig. Deswegen möchte ich jetzt nochmal kurz einen Vergleich dazu. Also es geht wieder um das Bild, wo wir was auf einem Foto gesehen haben, was am nächsten Tag auf einmal verschwunden ist. Aber normalerweise können Dinge, zumindest auf Bildern, nicht einfach so verschwinden. Und deswegen mal einen Screenshot machen. Leute, tippt bitte alle nochmal, dass wir die 20.000 voll machen. Dankeschön. Ja, bitte. Das ist schon länger dort. Ja, aber das ist aber zugemauert, oder? Ja, das ist schon lange dort. Ach, das ist... Ja, Dani hat noch ein kleines bisschen Schmerzen. Mach dir nochmal ein. Mach doch mal einen Screenshot, Leute. Jetzt. Dani muss gerade erstmal anfassen. Dani ist, glaube ich, der Meinung, das ist das Gleis 9¾. Und sie kann da durchrennen. Hallo Claudinchen. Ja. Hallo Pocahontas. So, mach mal kurz Bilderchen. Vor allem von der Seite hier. Wie sehe ich denn eigentlich gerade aus? Wie immer. Kurze Haare. Fett. Fett? Nee, okay. Nicht verschwommen oder so. Nein, alles gut. Dein Tralini, dankeschön. Okay Leute, wir gehen jetzt erstmal rein, einen Raum weiter nach oben. Da erzähle ich dann für die Leute, die neu dabei sind, nochmal ganz kurz die Geschichte. In ausführlicher Form, nein, erzähle ich auch gleich. Okay, das ist auch neu. Dankeschön, Vivi. Ja, wollte gerade sagen. Ja. So, hier wieder die schöne Tür. Hier wieder unser tolles Gesicht. Ich habe das damals immer gesagt. Das hier, dieser Mund, ist definitiv hinzugeritzt, geschnitzt worden. Aber genau diese Augen. Ja. Okay, Leute, wir gehen mal kurz nach oben. Ihr seht auch hier, hier hat es überall gebrannt. Ich glaube, das war sogar erst 2011 gewesen, wo es hier gebrannt hat. Danke, Alina. Ja. Nee, hat sich nichts geändert. Danke, Sternchen. Ah, ihr seht's noch. Doch. Ich komm. Ist neu. Hier, ja? Hier unten drunter. Nina! Dankeschön für dein Leon. Und Kushina, danke für dein Einhorn. Seid ihr bescheuert, ihr zwei? Dankeschön. Das kam gerade hintereinander. Dankeschön, Nina. Danke, Kushina. Dankeschön. Einen dicken Kuss an euch zwei. Vielen lieben Dank. Hier, das ist neu. Ich kam. Oder oh, komm. Oder irgendwie. Ich komm. Aber auch wieder falsch geschrieben. Ja. Das war beim letzten Mal. Dankeschön, Nina. Dankeschön, Kushina. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Einen ganz, ganz dicken Kuss. Vielen lieben Dank. Könnt ihr das bestätigen? Könnt ihr das bestätigen, dass das hier drunter neu ist? Das ist neu. Ich kam. Ich, keine Ahnung. Kreuzer, wir finden dich. Also das war, ja, war neu gewesen. Okay, wir gehen erstmal wieder zur Richtung Nonne. Auf die andere Seite. Mein Name wurde nicht korrigiert. Hallo, Patty. Na gut, Patty muss ja nicht Hallo sagen. Patty begrüßt gerade alle Neuen. Oh, Kushina, Nina, Dankeschön an euch zwei. Es ist auf alle Fälle gerade etwas ungewohnt, hier erstmal drinnen zu sein, obwohl es noch hell ist. Ja, das Gefühl habe ich heute auch. Oh, gehen wir mal kurz ins Bad rein. Was ist das für ein Gebäude? Erzähle ich gleich nochmal. Nochmal
Jungs und Mädels, wer ist alles neu? Wer kennt die Geschichte des Hauses noch nicht? Dann mal bitte eine 1 und eine 2 in den Chat rein. Sandra Lini, mein Schatz, Dankeschön für dein Einhorn. Ach nee, ich hab gedacht, du tanzt einen Wort. Nein, Cuscina, Sandra Lini und Cuscina haben das jetzt gesendet. Dankeschön. Sandra Lini, mein Schatz, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Also Leute, alle mal bitte eine 1 in den Chat rein, wer die Geschichte des Hauses noch nicht kennt. So, wir gehen erstmal hier in den Raum. Eins, 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 eins. Okay. Hier hat sich zumindest schon mal nichts geändert. Nee, hier ist alles mehr oder weniger noch beim Alten. Hallo Victoria. Und schon nochmal, ich kann mich immer nicht genug dafür bedanken. Cuscina, Sandra Lini, Nina, an euch drei einen ganz, ganz dicken Kuss. Ich guck mal kurz. Guckt hier mal kurz. So Leute, ich werde mir jetzt gleich mal ganz kurz die Zeit nehmen. Wie bitte? Das Loch ist gerade da oben. Da ist ein zweites Loch. Sag mal her. Das war nicht. Da war nur das. Ja, nee, das war schon. Das Loch hier oben war schon gewesen. Nein, das zeige ich nachher nochmal von oben. Wir gehen nachher wieder hoch. Werde ich dann auch nochmal zeigen. Duck, Dankeschön für deinen Schwan. Vielen lieben Dank. Danke für deinen Schwan. Aber hier sind auf jeden Fall ein Haufen Leute mit den Füßen drüber getreten. Hier, guck mal. Warte. Kirsten, danke für deine magische Qualle. Dankeschön, Kirmin. Kirsten, meine Gute, danke. Ja. Leute, tippt ganz kurz, macht hier oben mal bitte die 50.000 voll. Sobald wir bei 50.000 sind, erzähle ich euch die Geschichte des Hauses und wir machen dann auch gleich weiter. Wir werden heute auch wieder eine PU machen, für jeden, den es vielleicht interessiert. Hallo Jasmin, tippt alle auf den Bildschirm, sind jetzt 30.000, macht die 50.000 oben voll. Duck, Dankeschön. Dann erzähle ich das nochmal. Wer es vielleicht früher sehen möchte, einfach erstes Video bei mir auf dem Kanal. Ja, wir orientieren uns gerade eh noch. Sind gerade eh noch so ein bisschen angucken. Ja, ich weiß. Carmen, meine herzallerliebste beste Freundin. Dankeschön für, wie hieß die Katze? Lilly. Dankeschön für Lilly die Cat. Dankeschön, meine Gute, und auch an dich ein. Gucci, Dankeschön, Carmen. Danke, Carmen. Heute sind sie wieder verrückt. Also Carmen, Sandralini, Cuscina, Nina, gerade an euch, Kirsten, Duck, vielen lieben Dank, Freunde. Duck hat auch. Duck ist auch da. Leute, macht hier oben, wir haben gleich die 50.000 voll. Bei 50.000 erkläre ich euch nochmal ganz kurz die Geschichte. Das wurde übrigens, um es euch mal ganz kurz zu zeigen, damals wegen uns gemacht. Die Dani hier und ich, wir waren schon öfters, Dankeschön Alina für deinen Spaghetti-Kuss. Wir waren damals schon öfters hier gewesen. Und ja, irgendwann war halt dann einfach dieser Kreis, dieses Zeichen hier da. Danke Claudia. Den Schrank habe ich das letzte Mal hier wieder hingestellt. Ja, hier ist überhaupt gar keine Scheibe mehr drin jetzt. Ja, stimmt. Stimmt, die haben hier alles rausgedroschen. Das wollte ich nicht sagen, weil ich hier das... Hä? Ja. Stimmt. Das hat mich gerade hier schon gewundert. Ja, okay Leute, wir haben für alle, die neu dazugekommen sind, dieses Haus hier befindet sich, das kann ich glaube ich sagen, inmitten des Thüringer Waldes. Ihr seht auch hier, ist es mitten im Thüringer Wald. Hinter diesem Hügel hier, das könnt ihr nur relativ schwer erkennen. Ich gehe mal ein kleines Stück vor, ich will es euch ordentlich erklären. Hier geht es einen Hang hoch und circa Luftlinie 150 Meter weit von hier entfernt befindet sich ein Schloss. Damals im 16. Jahrhundert kam eine Frau aus England. Diese Frau hatte sich als adelig ausgegeben. Aber sie war nicht adelig. Sie wollte einfach nur mit diesem adeligen Englandsstatus ihre Vorzüge hier genießen. Sie hat sich als Anna vorgestellt und wollte hier ihre Vorzüge genießen, als dieser Schwindel allerdings aufgeflogen ist. Und man mitbekommen hat, dass diese Frau nicht adelig war, beziehungsweise eine Hochstaplerin und Schwindlerin, hat man sie zur Bestrafung oben hinter diesem Hügel, wo das Schloss ist, in einen Turm eingesperrt. Man hat sie lebendig in einem Turm eingemauert, wo sie nichts anderes bekommen hat, außer einmal am Tag Essen. Also ihr könnt euch das vorstellen, einmal ein Quadratmeter. Also circa 1 bis 2 Quadratmeter war sie in diesem Turm eingesperrt. Das Schloss hat mir schon öfters gezeigt.
Irgendwann allerdings, das ist dieses Skurrile an der Geschichte, war diese Frau urplötzlich aus diesem Turm verschwunden. Man hat natürlich große Suchmaßnahmen im 16. Jahrhundert, in dem Falle, wie es den Leuten damals möglich war, große Suchmaßnahmen unternommen. Problem hier an der ganzen Geschichte, man hat sie nie gefunden. Irgendwann hat es die Legende genährt und gesät, dass es die weiße Frau wohl immer wieder hier in diese Wälder verschlägt, da wo wir gerade sind. Und zum Schlag der Glockenuhr um Mitternacht soll man sie um das Schloss oder in dem Schloss sehen können. Das ist die Legende des Ganzen. Das Haus, in dem wir uns befinden, was wir immer als Geisterhaus bezeichnen, hat damals einer Romaner-Familie, und was ich jetzt weiter weiß, damals einem Geschwister, zwei Geschwistern gehört. Diese Romaner-Familie, die das Haus lange Zeit betrieben haben als Gasthof und Gaststätte, Pension, wo man auch übernachten konnte. Hier erkennt ihr noch die alte Kegelbahn, sie hatten ja auch eine alte Kegelbahn. Haben, nachdem Gäste immer wieder hier vom Paranormalen berichtet haben, manche sollen wohl auch berichtet haben, hier diese weiße Frau gesehen zu haben, haben die fluchtartig Ende der 80er Jahre das Haus verlassen. 2011, das ist die neue Information, hat ein Geschwisterpaar dieses Haus weiterhin als Gasthaus betrieben. Und auch hier soll es wohl immer wieder, mir hat das jemand gesteckt, der diese älteste Schwester von den beiden kannte, soll es wohl auch hier immer wieder zu paranormalen Phänomenen, paranormalen Sichtungen gekommen sein. Und 2011 ist das Haus niedergebrannt. Das ist die Geschichte des Hauses. Also es geht im Endeffekt, was wir immer versuchen, die Geräte stellen wir euch dann auch gleich vor, mit der weißen Frau zu kommunizieren. So, wichtig ist, es soll auch ein kleines bisschen dunkel werden. Es ist noch ziemlich hell. Jeder, der länger bei uns dabei ist, weiß, dass es eigentlich sonst immer sehr, sehr dunkel war. Es ist ziemlich hell noch. Dank der Uhrumstellung. Das ärgert mich gerade. Normalerweise war es halb acht jetzt immer dunkel. Es war halb acht jetzt normalerweise immer dunkel gewesen. Ja, aber macht euch keine Sorgen, es wird bald dunkel. Ja. So, und genau deswegen sind wir in diesem Haus. Jeder, der das jetzt verpasst hat, was ich erzählt habe, das allererste Video bei mir auf der Seite erklärt die Geschichte auch nochmal ganz gut. Das ist das Video, wo ich am Anfang sage, eines der bekanntesten Spukhäuser in Deutschland kennt fast keiner. Und das Haus hier, zumindest bis auf die umliegenden Leute, kennt das Haus auch fast keiner. Aber ich lasse mal hier ganz kurz, leucht mal ganz kurz hier aus dem Fenster raus. Ja, du hast gerade geschrieben halb acht, aber auch halb acht ist es noch nicht wirklich dunkel. Okay, Leute, also wir machen heute auch wieder eine PU. Für jeden, der es nicht weiß, eine PU ist eine paranormale Untersuchung und dafür haben wir unsere ganzen Geräte. Also, könntest du ganz kurz nehmen? Guck nicht wieder so fies. Erzähl du nochmal ganz kurz deine Eindrücke, was dir aufgefallen ist. Na, ihr Lieben, ich melde mich auch mal kurz zu Wort. Ich geh mal ganz kurz auf den Balkon. Auf den Balkon? Ja. Ach so, alles klar. Cool. Ja. Sie haben wieder hier drinnen rumrandaliert, so wie es aussieht. Es ist jedes Mal schlimmer, wenn wir hier reinliegen. Block liegt schon wieder bereit. Sehr schön, Kirsten. Hi, ihr Lieben, erstmal, gell? Ich suche immer noch ein paar dämliche Sprüche an der Wand, die wieder auf uns. Danny, du standest im Kreis. Ja, ich glaube, der Kreis, der kann uns jetzt auch nichts mehr, Manu. Konntet ihr schon mal mit der weißen Frau in Kontakt treten? Gute Frage. Wir hatten schon mal das Gefühl, aber so richtig spezifisch glaube ich noch nicht. Habt ihr wieder einen REM-Pod? Nein, haben wir noch nicht. Haben wir leider noch nicht. Mitschreiben? Ja, mitschreiben, Stella. Das wäre schön. Dani, mach mal. Manchmal denkt oder habt, warte mal. Oder habe ich das Gefühl, das Haus möchte dir, dass ihr es kauft. Das kann schon durchaus sein. Was ist dieser Kreis? Ja, das ist irgendwie so ein Satanskreis. Den haben sie uns mal zur Begrüßung mal hinterlassen irgendwann. Aber der Kreis macht mir mittlerweile keine Angst mehr. Habt ihr keine Angst? Nein. Zumindest gerade nicht. So. Wird gemacht. Ich kann aber. Mach in Ruhe, Stella. Wir fangen ja eh noch nicht an. So. Ich glaube, Kreuz ist nur pullern gegangen, vermute ich mal. Du Arme, jetzt hast du dir die Hose kaputt gemacht beim Einstieg. Ne? Ich habe mir eher so einen Popser aufgerissen. Ja, der Einstieg war natürlich wieder eine Katastrophe. Vor allem hatte ich es schon im Gefühl. Ich habe vorhin schon zu Kreuzer gesagt, ich sage, pass auf, ich habe das Gefühl, ich muss halt durchs Fenster rein. Und es war genau wieder so. Wer war das mit dem Kreis? Keine Ahnung. Das wissen wir nicht. So. Keine Ahnung. Das wissen wir bis jetzt nicht. So. Wollen wir noch hochgehen? Oder?
Wir machen kurz Pause. Also wir bleiben natürlich live. Ja, wir machen ganz kurz Pause. Danach gehen wir erstmal kurz hoch, orientieren uns da oben nochmal kurz, was da passiert ist. Und danach entscheidet Dani dann wieder, wo wir hier dann eine PU machen. Da rausgekriegt, ja, genau, Klopause. Nee, es geht um den Kreis. Ich vermute mal, das sind wahrscheinlich dieselben Deppen gewesen, die uns da schriftlich an der Tür gelassen, an der Wand gelassen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du kannst ja nicht alle über einen Kamm scheren. Kannst ja wirklich nicht alle über einen Kamm scheren. Ich schaue alles ganz genau an, ob ich irgendwo noch was finde. Aber ja, wir waren noch nicht oben. Christine, ich bin medial, sehe Gutes und Schlechtes. Passt auf mich auf. Christine, das machen wir. Aber Dani ist da auch sehr, sehr gut drin. Ja. Ich bin da drin, ich bin der Entdecker. Und ich bin derjenige, der immer gerne die ganzen Informationen mit euch teilt, weil das ist für mich, du stehst gerade mitten in den Kreis. Ich weiß, und da macht mir jetzt keine Angst mehr. Okay. Dani ist auch medial wirklich sehr, sehr gut veranlagt. Er ist jetzt eh schon hinten wie vorne zerstört. Also das Loch oben, keine Ahnung, nee, das ist... Ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich war nur einmal kurz hier drin, wo ich das Video für TikTok gemacht habe und für YouTube. Und da war es hell gewesen. Ansonsten waren wir immer hier drinnen, wenn es bereits dunkel war. Ich glaube, hier die Seite war nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gucken gleich erstmal hoch. Hallo Cindy. Ja, Leute, und das ist natürlich nicht unsere erste Tour. Ich glaube, allein bei TikTok waren wir jetzt das 60. Mal circa. So circa 60 Mal in verschiedenen Lost Places. Und ja, das daheim würde ich jetzt mal weglassen, aber wir waren schon 60 Mal in verschiedenen Häusern. Also es ist heute circa unser 60. Livestream nur hier auf TikTok. Wer das ganze andere noch sehen möchte, die 2 Minuten nehme ich mir noch, bevor wir dann gleich nach oben gehen. Mal bitte ganz kurz jemand, ich habe seit 4 Wochen jetzt YouTube. Dankeschön, Heike. Ich habe seit 4 Wochen jetzt mit Dani YouTube. Und da seht ihr auch schon das Kinderheim von letzter Woche, das andere Kinderheim. Und ihr werdet auch diesen Livestream in voller Länge dann spätestens übermorgen dann bei YouTube sehen. Deswegen bitte einer der Modis mal ganz kurz YouTube hier fixieren. Und dann geht es dann gleich nach oben. Und auf meinem Profil, kannst du auch mal erzählen, findest du auch noch was nachvollziehen. Genau, Manjami hat es gerade fixiert, YouTube Kreuzer 44. Da seht ihr alle unsere Livestreams seit 4 Wochen. Also jetzt sind es 2-mal Kinderheim, 1-mal Geisterhaus und auch dieser Stream. Wir werden nicht wissen, was heute passiert. Mal schauen, werdet ihr dann ab übermorgen spätestens auch bei YouTube sehen. Einfach da kostenlos folgen, kostet euch gar nichts. Ja, ist ungewohnt jetzt hier irgendwie wieder zu sein, wenn es hell ist, gell? Seelenfieber noch nicht. Wir haben uns erstmal erkundigt, doch, was du verpasst hast, ist Dani Einstieg. Also hinten das Fenster, wie wir auf die ursprüngliche Art und Weise mal reingekommen sind, wurde wieder verbarrikadiert. Ich finde es persönlich ganz gut. Und auch nochmal an euch die Info, wenn ihr in Lost Places seid, hinterlasst nichts anderes außer Fußspuren. Ja, ich finde es übel, was hier wie sie hier vorhanden wird. Ich hätte mir auch hier in dem Haus so leicht jedes Mal Zugang verschaffen können, indem ich irgendwelche Bretter abgetreten hätte oder sonst irgendwas. Nein, ich habe immer den schwierigen Weg gewählt. Gesehen, elegant gehe ich dann auch mal durch so ein schönes Fenster. Dani, elegant wie eine Baumnatter. Bellamy, hallo, wie lange schon live? Halbe Stunde. Sind wir schon eine halbe Stunde live? Dann nehme ich auch mal Schmerzen in Kauf für euch, aber wir machen nichts kaputt. Ja. Ja, also der Plan jetzt ist, nochmal kurz nach oben zu gehen, zu gucken, ob sich oben was verändert hat. Erstmal gucken, ob der Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Teppich noch oben liegt. Und danach wird sich Dani dann wahrscheinlich einen Raum aussuchen und da werden wir dann, auch wenn es ein bisschen dämmeriger ist, eine paranormale Untersuchung machen. Ja, wird noch spannend heute, Freunde. Es wird noch spannend. Aber ich mache das immer so, beziehungsweise Dani und ich machen das immer so, dass wir erst einmal uns wieder einen Überblick über das Haus verschaffen, gucken, was hat sich verändert, die Geschichte des Hauses erzählen, habe ich jetzt gemacht, bevor es dann richtig losgeht. Und so sollte das eigentlich auch jeder andere machen. Also sofort in die Action geht man eigentlich selten. Da sieht man, wer reich ist, das gute alte Jahrwasser. Da weiß man wieder, wer Bonze ist, wer hier wer die Kohle hat. Die ist doof Deckel. Also, kennt ihr das Problem mit den Deckeln letzte Zeit? Traumhaft. Die sind gut, die neuen, gell? Mit dieser Kappe. Mal kurz eine 1 in den Chat, wer es gut findet, eine 2 für die, die es schlecht finden. Diese neuen Deckel mit der schönen Lasche. Der Dauermüll.
Machen denn die Besitzer das alles zu? Schwierig, ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne einen von den Besitzern, kenne ich. Allerdings ist es eine Erbengemeinschaft. Das ist auch der Grund, warum das Haus noch nicht verkauft wurde. Es ist eine Erbengemeinschaft und die Leute konnten sich bisher nicht einigen. Es gibt einen, den interessiert es gar nicht. Es gibt einen, den geht es eigentlich darum, den anderen beiden vielleicht eins auszuwischen und zu sagen, nein, ich gebe mich hier nicht mit ein paar Euro zufrieden. Und es gibt einen, der ist sehr bedacht darauf, um zu hoffen, dass er irgendwann das Ganze bekommt. Und der hat hier in der Nähe halt Verwandtschaft, die halt immer nach den Rechten schauen. Ja, so kann man das einfach erklären. Aber eine Person, davon kenne ich. Modis, könnt ihr mal kurz ein Bild machen? Laura, wo seid ihr heute? Wir sind heute mal wieder im Gasthaus. Wir haben extra keine Ankündigung heute gemacht. Einfach aus dem Grund, weil beim letzten Mal der ein oder andere hat es mitbekommen, dass sich irgendwelche Leute halt ja, einen Spaß draus gemacht haben und waren halt der Meinung, sie müssten uns hier ein bisschen auf den Sack gehen. Ja, hat genervt. Ich habe einen Rennpott geschrottet. Der Rennpott hat uns, was hat er gekostet? 100? Er hat 100 Euro gekostet. Ich wollte schnell rausrennen, weil ich ein bisschen sauer war und hat den Rennpott auf der Treppe platziert. Rennpott war danach kaputt gewesen. Naja, mit Sicherheit werde ich das machen. Die 100 Euro hätte ich ihn abgenommen. Die hätten sie aber nicht eingestecken gehabt. Wahrscheinlich nur zwei Kaugummis und eine geschnorrte Zigarette vom Papa. Dani hat Besuch zur Seite. Ich weiß. Deswegen soll ich dir gerade ein Foto machen. Dani hat gerade gesagt, bitte mal Screenshots machen. Ja. Nimmst du kurz? Gehst du weg zur Treppe? Ich laufe kurz hinter dir. Du läufst hinter mir? Ich laufe hinter dir. So Leute, ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit, ich hoffe, das wackelt nicht wieder so extrem. Ich guck mal, wer da ist. Hi Patrick! So, ich nehme euch mit, gell? Mal gucken, was uns jetzt hier noch erwartet. Also für jeden, der es nicht mitgekriegt hat, ich zeige euch jetzt nochmal den Spruch, steht doch tatsächlich noch was unten drunter. Warte mal. Ich mache mal hier den Spruch drauf. Hier ist der Spruch und hier unten steht noch, ich komme. Doll verkehrt geschrieben, aber okay. Jackie, heute, bis jetzt hast du noch nichts verpasst. Wir sind erst vor 20 Minuten oder so hier rein. Ja, wir haben sie dabei. So, steht nur noch drunter, ich komme. So, ich nehme euch mit hoch. Schatz, kommst du, ja? Okay, da laufe ich schon mal vor. Genau, ich komme. So, ich auch. Ich muss nochmal der Treppe aufpassen, weil irgendwie, die haben ja aber rundherum randaliert. Wahnsinn. Ui, und schon wird es mir wieder hier anders. Hier oben habe ich schon wieder mein Problem. Man kommt mir das immer so komisch hier vor. Hier oben ist irgendwie. Warum ist denn? Hier fehlt irgendwas. Hier fehlt irgendwas. Irgendwas stimmt hier nicht. Seht ihr das? Irgendwas fehlt doch hier. Hier fehlt was. Nimmst du? Ja. Hier fehlt komplett irgendwas. Was ist denn das eigentlich alles, was hier oben liegt? Das sind Bettfedern. Ja. Jetzt kriege ich schon was mit der Luft hier oben. Das habe ich letztes Mal schon gehabt. Hallo Kirschi Arndt. Ja stimmt, hier fehlt eine Tür. Hier fehlt so einiges, hier fehlen alle Türen. Das ist auch offen. Die Tür ist noch da. Bisschen Handabdruck hier. Ja. Siehst du den? Zeig mal. Ja. Stimmt, hier ist genau ein Handabdruck. Weil so komisch, muss ich sagen. Haben die hier eine Kissenschlacht gemacht oder was haben die hier gemacht? Das sieht aus wie ein Alien, wir hatten solche Finger. Das sieht aus wie. Hier so. Das sieht aus wie dreimal gebrochen. Auf jeden Fall größer als meine. Ist nicht so schwierig. Stimmt, hier ist Handabdruck. Kommst du mit, ja? Ja, ich komme mit. Ich will erstmal hier drüben rein. Können wir hier drüben rein und sagst. Du willst erstmal da drüben gucken? Okay. Ja. Also Leute, wir sind immer noch beim Überblick. Wieso machen die das denn? Ich verstehe es auch nicht. Du musst mal langsam machen mit der Taschenlampe, bitte. Ich komme sonst mit dem Handy nicht hinterher. Okay. Bist du da? Ich bin da. Bist da? Sie haben selbst hier die ganze Fenster rausgehoben. Ja. Was will denn so ein Scheiß? Ich kann mich aufregen. Aufschnummeln könnte ich nicht. Es wurde auch angefangen zu renovieren, so sieht es aus. Bei dem Haus kann ich dir sagen, hier wurde nicht angefangen zu renovieren. Was kann ich dir sagen?
Bei jedem anderen Haus hätte ich jetzt aber recht gegeben, wenn ich gesagt habe, ja, stimmt. Aber hier weiß ich, hier wurde definitiv nicht angefangen zu renovieren, das hätte ich gewusst. Ghost? Da steht irgendwas mit Ghost. Ghost? Kann ich nicht lesen. Keine Ahnung. Lass mal die Taschenlampe kurz weg, da erkennt man es, glaube ich, besser. Ja. Ghost. Nee, Ghost. Nicht ganz weg. Ja. Ja, stimmt. Ghost irgendwas. Hallo, Jackie. Karm hat recht. Es sieht ein bisschen zu sauber aus irgendwie. Sieht irgendwie ganz komisch hier gerade. Ja. Ich zeige euch jetzt gleich, wo es runter in den Raum geht, wo wir eigentlich immer waren. Es sieht wirklich sehr, sehr sauber aus. Ja. Auf alle Fälle würde ich hier nicht mehr drüber gehen. Das ist das, wo es nach unten geht. Da geht es nach unten. Aber da geht's drüber. Ja, wir gehen hier rechts drüber. Ich halte gleich mal die Kamera ganz kurz für euch runter, dass ihr das sehen könnt. Hier ist das Loch von oben, wo wir normalerweise unten sind. Ich glaube, ihr erkennt es ganz gut. Dieses Bett, dieses blaue Bett, da wo ihr auch die Fußstapfen da drauf seht, das war neu gewesen. Das kannten wir sonst nicht. Das alte Strohbett, was ihr hier dahinter seht, war normalerweise immer schräg in dem Raum drinne. Geisterhaus, genau. Wir sind heute wieder mal im Geisterhaus. Wir haben hier ganze Arbeit geleistet, also gut ab. Ich bin voll begeistert. Hier bin ich letztes Mal noch mal hingelaufen dort. Ja. Ja, es ist schade. Es verändert sich leider, seitdem wir hier immer live sind, verändert sich zu viel. Ich finde, ganz schlimm ist es erst geworden. Da gibt es eine Facebook-Seite, ich glaube Urbex Elite, wie die heißt. Die hat über 100.000 130.000 Mitglieder. Und die haben dann damals auch dieses Haus hier geteilt. Aber nur nachdem sie halt wirklich wussten, dass wir hier drinnen waren. Ja. Es sieht so aus. Ich muss mir das Video dann nochmal angucken. Lass mal da hinten reingehen, da liegt schon mal irgendwo eine Flasche. Nein, hier hinten rein. Ach, die haben den Teppich mitgenommen, das gibt's doch gar nicht. Ey, was seid denn ihr für Kunden? Und ich hab doch gesagt, das eine Bett fehlt. Hier, das stand da. Ja, das Bett stand hier, das liegt jetzt unten. Die Hälfte von dem Bett ist auch weg. Und der Teppich ist weg. Mann, das ärgert mich. Was wollt ihr? Was? Steht da, was ja. Wollt ihr, ihr HS, darf man nicht aussprechen, ihr Vollwild, naja, das letzte Wort lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Ja, warte mal. Ich will mal gucken, ob hier eine Nachricht an uns ist, aber hier sind die Namen schon mal, das ist ja cool. Das ist so schön. Sind die Bösen hier, ihr, okay. Ja. Da haben wir schon mal Namen. Ha, ach nee. Ich habe auch gedacht, da steht Kreuzer. Ja, habe ich auch gerade. Ich habe auch gedacht, da steht Kreuzer. Warte mal. Bobby wohnt hier. Mhm. Ihr seid einfach alle, genau. Wenn ich irgendwo mein Leben, kann man nicht richtig lesen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben sie hier schön alles gegeben. Dann haben die den Teppich mitgenommen. Hier war ein wunderschöner alter Teppich gewesen. Da war Anakin Skywalker, Yoda und Obi-Wan Kenobi drauf. Die lag genau hier irgendwo. Genau hier lag der Teppich. Den hat einer von denen jetzt in seinem Kinderzimmer liegen. Den hat einer von denen im Kinderzimmer liegen. Und Mama hat gefragt, wo kommt der Teppich her? Oh, wenn ich einen von euch in die Pfoten kriege, ehrlich. Ja. Naja, okay. Das sind definitiv nur jugendliche Idioten. Ja, definitiv. Sieht man da irgendwo den Namen von uns nochmal? Nee, ich guck
hüpfen die ganze Zeit. Ich möchte Ihnen jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit mit den dummen Sprüchen geben, aber ich habe gedacht, dass vielleicht irgendwo nochmal einer unserer Namen steht. Nee, das ist noch nicht nur da unten. Leider wissen auch ziemlich viele, dass wir immer hierher gehen. Hallo, der eine. Ja. Das Beste wäre wirklich mal eine Wildkamera zu nehmen und irgendwo hier eine Wildkamera zu platzieren. Die aber direkt mit dem Smartphone verbunden ist, dass du direkt, sobald sich irgendwas bewegt, dass du dann hier eine Nachricht aufs Smartphone bekommst. Das ist ja mittlerweile möglich. Einfach irgendwo die Kamera verbunden mit deinem Handy. Und selbst wenn die Kamera danach abgenommen wird, die kostet 20, 30 Euro, kriegst du eine Bewegung auf dein Handy und kannst genau die Daten wieder abspielen. Mach mal noch ein Bild. Au. Hallo Mona Lisa. Ich weiß nicht mal, ob der Teppich was wert war. Keine Ahnung. Er wird, glaube ich, auch nicht, dass der viel wert gewesen ist, aber er wurde auf alle Fälle entfernt. Mutis, ihr dürft mal kurz eine Fotosession mit mir veranstalten. Sehe ich normal aus, Schatz? Ja, es flimmert gerade, aber ich glaube eher durch die Taschenlampe. Du kannst ja kurz erklären, warum du gerade möchtest, dass ein Bild gemacht wird. Ja, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht ganz alleine. Okay. Wollen wir es wieder runter und wollen dann irgendwann mal langsam... Ja. Leute, komm, wir sind gleich bei 100.000. Dankeschön übrigens schon mal für 92.000 Likes, Freunde. Ja, so richtig spannend wird es dann erst. Was mich gerade so ein bisschen ärgert, was mir auffällt... Dass wir in Zukunft, glaube ich, jetzt, wenn die Tage wieder länger werden, etwas später live gehen. Ja, es ist jetzt wirklich immer noch hell. Normalerweise ist es schon dunkel. Normalerweise hatten wir jetzt immer den Punkt, dass es schon dunkel war. Ja. Es ist halt wirklich wahnsinnig hell. Okay, wir gehen erstmal nach unten. Kushina, meine Gute. Dankeschön für deine Superkraft. Dankeschön nochmal, Kushina. Vielen lieben Dank. Wir waren hier. Wunderschön. Dankeschön. Okay. Da ist nochmal rein, ne? Ja. Also ich würde jetzt erschrecken, wenn jetzt noch mit einem Schlauch was drunter stehen würde. Was würdest du? Da würde ich erschrecken, wenn jetzt noch was drunter stehen würde. Ja. Andy, dankeschön für dein Konfetti. Vielen lieben Dank. Konfetti. Ich komm. Ich will euch, gib mir ganz kurz die Taschenlampe. Ich will euch nochmal ganz kurz das zeigen mit der Nonne. Man muss nicht immer, Patty, dankeschön für deine Koralle. Ich habe es gerade noch so gesehen. Vielen lieben Dank. Ich sag's dir jedes Mal, das ist nicht gezeichnet oder sonst irgendwas. Aber viel hineininterpretieren muss man wirklich nicht. Seht ihr das? Auch wenn ich ein Stück zurückgehe. Das ist einfach der Putz, der da drunter ist. Und da wurden auch, ja, wurde auch definitiv ein Stein entfernt. Es ist definitiv ein Bild einer Nonne. Auf der gegenüberliegenden Seite hast du das Ganze auch nochmal. Man erkennt es bloß nicht. Also, dass ich hier meinen Namen lese. Guckt euch mal das an. Es hat wirklich über ein Jahr gedauert, bis ich das gecheckt habe. Guckt bitte auf den Winkel. Also es geht nur um den Winkel. Hier ist auch im Endeffekt nur Putz ab. Guckt wirklich auf den Winkel. Man erkennt es wirklich erst ab hier. Das flackert auch gerade extrem. Astroface, ich habe es heute schon erklärt gehabt. Guck dir das erste Video auf meiner Seite an. Da erkläre ich die komplette Geschichte des Hauses. Ich habe mir in Zukunft vorgenommen, das hier nur noch einmal zu machen. Deswegen habe ich extra das Video aufgenommen, damit ihr euch alle das erste Video bei TikTok anguckt und gleich wisst, worum geht's hier, warum sind wir hier, warum ist das ein Geisterhaus. Was mich immer wundert, dass nur im vierten Flur davon, dass uns eine Nachricht hinterlassen, ist nirgendwo anders was, außer hier diese Bombennachricht in dem ganzen Haus. Was damals krass war, bevor wir jetzt gleich zum Wesentlichen kommen, was damals wirklich krass war, ich will euch das kurz zeigen. Bleibst du hier oben? Ja, Sino und ich hatte es aber geschickt. Warte ganz kurz, Freunde. Normalerweise war der Einstieg damals in das Haus hier gewesen. Hier.
hier war normalerweise damals der Einstieg. Leider habe ich das live noch nicht bei YouTube hochgeladen, beziehungsweise kann es auch nicht mehr bei YouTube hochladen. Damals hatte ich noch kein YouTube. Also da unten war der Einstieg. Und ich bin letztes Jahr im Sommer, weiß nicht, Juli, August, irgendwann in dem Bereich, wollte ich hier reingehen, habe aber gesehen, dass ich irgendwelche Leute hier unten, dass das vielleicht seht, da hinten, wo es reingeht, zu schaffen gemacht haben. Und ich saß hier oben, mitten im Gemäuer drinne. Im Sommer natürlich alles etwas grüner, etwas beblühter. Und ich habe das beobachtet, was die Leute dort machen. Die haben als allererstes haben sie die Bretter weggetreten, sind danach kurz drinne gewesen und sind fluchtartig, wirklich in einem Tempo rausgesprintet und sind abgehauen. Wirklich, als wenn sie gerade einen Geist gesehen hätten. Ich weiß nicht, was die Leute damals gesehen haben. Ich weiß es nicht. Mal eine Eins in den Chat an die Leute, die damals schon dabei waren. Das war letztes Jahr Juli, August circa. Wer von euch war damals schon dabei? Guckt ihr heute auch mal in den Keller? Lille, das machen wir dann, wenn es dunkel ist. Oder dunkler ist. Dann will ich erst mal kurz noch runtergehen. Da übernehm du das ganz kurz und zeig kurz den Keller. Ich will da nicht alleine runtergehen. Ich komm noch mit. Du weißt, was für ein Problem ja. Mit dem Keller. Ich komm mit. Wer nicht? Lille, ich lauf mal kurz für dich. Mal gucken, ob es mir geht, wie immer dort unten im Keller. Warte mal. Ich laufe. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich aufs Brett lege hier. Ei, die haben aber auch gewütet, Junge, meine Güte. Oh, hier ist es wieder das Gefühl. Okay. Okay, ich nehme euch mit. Ach ja, ich liebe diesen Keller. Leute, ihr kennt mein Problem mit dem Keller, gell? Ich tue es trotzdem. Ich bin hinter dir. Du bist... Warum liegt hier unten ein Brett? Ich nehme euch mit. Ich hoffe, der Empfang reicht ein Stück. Und wenn nicht, Leute, ganz kurz warten. Es kann sein, dass der Empfang dann mal kurz weg ist. Oh, was ist mit dem Keller? Ja, der Keller, der mag mich nicht. Und ich ihn nicht. Oh Gott. Ich kriege schon diese Zustände. Okay. Mal sehen, was mich hier erwartet. Nein, ich muss heute noch nicht arbeiten. Seht ihr? Alles? Ich weiß nicht, ob es hängt oder ob es nicht hängt. Oh, ich kriege schon wieder einen Anfall. Ihr könnt gerne Screenshots machen. Nein, seht ihr? Alles? Ich weiß nicht, ob es hängt oder ob es nicht hängt. Oh, ich kriege schon wieder einen Anfall. Ihr könnt gerne Screenshots machen hier, gell? Okay, ich gehe ein Stück in die Richtung gehen. Nein, ich habe schon... Ich kriege schon wieder die Zustände. Oh, ich gehe mal lieber wieder hoch, Leute. Hängt. Okay, ich bin wieder oben. Wartet. Oh. Ja, Keller, komm ich nicht. Das Komische ist immer auf der Seite. Ich hoffe, es hängt nicht mehr. Wann macht ihr die paranormale Untersuchung, wenn wir soweit sind? So, okay, Taschenlampe kann ich schon mal ausmachen. Kannst du? Ich kann, ja. Hab ich doch gesagt. Ja, und im Keller hängt es dann jedes Mal. Ich bin jetzt ein bisschen in der Bredouille. Ich habe drei Räume im Kopf, komischerweise. Für was hast du drei Räume im Kopf? Für die paranormale Untersuchung. So, komischerweise einmal auf dem Dachboden in dem Raum, wo die Couch steht. Das Badezimmer oder unser Raum hinten. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden gerade. Ich habe da echt so ein bisschen ein Problem. Hi Farbtopf. Leute, vielleicht könnt ihr mal kurz abstimmen, wo. Lea, schick uns gerne das Bild. Wir gucken uns das mal an. Lea schreibt gerade, sie hat gerade was Gruseliges gesehen. Im Keller unten mit Sicherheit. Ja. Also Badezimmer, unser Raum hinten oder oben auf dem Dachboden. Hallo Melli. Dani, entscheide das nochmal kurz zur Erklärung. Ich bin immer der, ich bin der Moderator. Das Blöde ist, dass es genau drei Räume sind jetzt gerade. Wir können ja erstmal irgendwo anfangen. Und Dani ist immer die, die ein besseres Gefühl für das Ganze hat wie ich. Hallo Trümmerlotte. Ja. Bitte mal, wir entscheiden, also Dani beziehungsweise entscheidet das so oder so am Ende selber, aber macht ihr bitte mal eine der mutigsten Abstimmungen, ob Badezimmer, Dachboden oder unser Raum hinten. Weil es ist mit den drei Räumen irgendwas heute. Also bitte eine der Mutigsten mal eine Abstimmung machen mit den drei Optionen. Weil ich kann nicht in allen dreien eine machen, das geht nicht.
tatsächlich. Ja, also Dachboden, Badezimmer oder Schutzraum. Schreibt einfach rein, Schutzraum. Ich gehe nur noch, du kannst auf mich drauf, weil ich gucke mir noch kurz hier mal rein. Hm. Also ihr könnt gleich abstimmen. Einer der Moodies, denke ich mal, wird jetzt gleich eine Abstimmung reinmachen. Hast du das Stacheldraht hier eigentlich schon gesehen? Das ist neu. Stacheldraht. Ja, wie gesagt, einer der Moodies, bitte mal die Abstimmung machen. Wäre ganz schön, wenn wir das in den nächsten 30 Sekunden hinbekommen würden. Dankeschön, Farbtopf. Ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen das mal wieder in die Mitte des Hauses rein. Okay. So Leute, hier oben ist die Abstimmung drin. Hä? Dachboden, Bad oder der Raum, wo immer? Ja, nein. Okay. Wir nehmen jetzt als Dachboden einfach mal ja. Stacheldraht, Sound in the morning. Danke, Jackie. Alice Line, es geht eigentlich, die Abstimmung ist, wo wir dann die PU machen. Wir stellen euch jetzt gleich wieder die Geräte vor und erklären dann auch nochmal ganz kurz, was wir damit dann vorhaben. Queenie, uns geht es soweit ganz gut. Alles ganz schick. Dachboden, Bad oder der Raum, wo immer? Ja, nein. Also, ja, warte mal, es ist noch eine Abstimmung drin. PU heißt da, genau, jetzt ist die richtige Abstimmung drin. Dachboden, Badezimmer oder Schutzraum. Ihr könnt jetzt entscheiden, Freunde. Also alle hier oben, wo dieses dieses blaue Klemmbrett ist, da könnt ihr jetzt mal kurz abstimmen. Wo wir dann mit der PU paranormalen Untersuchung anfangen. Victoria, danke schön für deine Mondscheinblume. Vielen lieben Dank. Gehst du schon mal vor? Ich gehe schon mal vor. Was hast du vor? Ja. Genau, Leute, stimmt kurz ab. Okay, ich denke mal, so wie es gerade aussieht, wird es der Dachboden sein. Alle anderen bitte einfach reinschreiben. Einfach reinschreiben, Dachboden, etc. Aber ich denke mal, es läuft gerade alles auf Dachboden hinaus. Mehrzahl ist Dachboden. Ja, Dachboden, Dachboden. In die Richtung wird es auch gehen. Ja, ich fange schon mal kurz an. Ist leider kein Rempo-Teddy, aber er leuchtet. Was? Wie weit weg? Oh, ich hör's. Psst, sei einfach ruhig. Ja, ich weiß, einfach ruhig sein. Alles gut, die sind cool, die kenne ich. Die kenne ich, die sind auch öfters bei uns mit den Dackeln, die sind cool. Also alles gut. Was haben die Abstimmung jetzt gesagt? Dachboden. Hast du den angemacht? Ja, den habe ich gerade angemacht. Kann ich ihn ausmachen, ja? Du kannst ihn erstmal wieder ausmachen, ja. Ich hab jetzt schon eine Vorahnung, was ich sagen kann. Ja, warte ganz kurz. Willst du jetzt auflüstern? Mal gucken, ob ich dann richtig liege. Nee, musst du gerade nicht. Kann man dann machen. Wirst du kurz filmen und ich erkläre das? Okay. Erklär. Ist alles in den Dingern drin. Ja. So, heute erklärt euch Kreuzer das mal. Was hast du hier? Wie kriegt man das hin? Ja, aufmachen. Ja, du hast das Seil, genau. Also Leute, als allererstes, wahrscheinlich auch das letzte Gerät, die Alice Box. Eine Inzitätenbox, ein Sprachrohr der Seelen. Um es ganz einfach auszudrücken, werden wir dann anmachen, allerdings erst, wenn wir oben sind, weil wir wollen genaue Informationen über das Gerät bekommen. Dieses Gerät spricht dann auch.
Deswegen hat auch Finn jemand geschrieben, er schreibt dann mit, weil wir diese Informationen natürlich auch nach unseren Livestreams dann benötigen. Dieser Laser, du kannst mal ganz kurz an die Wand. Was hatten die Abstimmung jetzt eigentlich gesagt? Dachboden, habe ich dir dreimal gesagt. Ach so, ah, das war meine Funktion. So. So, ihr seht dieses grüne Muster hier. Es ist noch relativ hell. Im Dunkeln erkennt ihr das Ganze dann besser. Sollte sich irgendetwas hier durchbewegen, egal ob in menschlicher Gestalt, ob in seelischer Gestalt, dann würde sich das hier, würdet ihr sehen, dass sich die Punkte verschieben, beziehungsweise dass der wie eine Art Schatten vor diesen Punkten liegt. Relativ einfach erklärt. Gut. Okay, wir machen weiter. Ich denke mal, die Lampe. Das ist eine handelsübliche Taschenlampe, die brauchst du nicht vorstellen. Muss ich keinen erklären. Für uns auch nichts groß Interessantes. Ein Spielball, der allerdings leuchtet. Danke, Queenie. Wenn ihr mit Seelen kommuniziert, könnt ihr dann sagen, hey, betätige bitte diesen Ball. Und wenn dieser Ball dann anfängt zu leuchten, weil du brauchst schon ziemlich viel Kraft, um diesen Ball in Bewegung zu setzen. Also, ja. Man muss schon etwas doller dagegen hauen. Die Arten von Seelen erkläre ich euch dann auch nochmal. So, wir machen weiter mit... Hat Kreuzer es eilig oder warum redest du so schnell? Nee, ich habe es gar nicht eilig. Hm? Nee, überhaupt nicht. Nee, wurde hier gerade gefragt, deswegen. Nein. Ich gucke gerade nur... Okay, unsere grüne Taschenlampe. Ja, die sieht mir jetzt gerade ein bisschen schlecht, ist noch zu hell. Geht auch nicht an. Ach doch. Doch, sie geht an, aber du siehst es gerade nicht. Oh, fast gar nichts, die leuchtet ja gar nicht. Dann mache ich gleich nochmal Batterien rein. Ach, noch genau die habe ich vergessen. Ich habe überall welche reingemacht, nur dort nicht. Ja. Hier, chill mal, Kreuzer. Macht er mich schon blöd. Ich finde den gerade gar nicht so schnell, ehrlich gesagt. Was ist denn das Beste denn? Ja, guck dir mal in die Tasche, die dort ist. Die neben dir steht. Ach da. So. Held. Das ist ein Held. All die Taschenlampe, genau, Karm, mein Herzblatt. Karm, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ihr wisst schon warum. EMF Nummer 1. Ja. Ist gerade im grünen Bereich. Gehen wir mit dem Handy ein Stück näher. So, dann fängt es an hier, aber das hat jetzt sowas mit dem Handy zu tun, ja. Jetzt hier. Also Leute, bitte immer aufpassen, dass wenn ihr so ein EMF, so ein Parameter benutzt, so weit wie möglich mit allen anderen technischen Geräten entfernt zu sein. Die finden wenn ihr alle? Wenn ihr nicht live geht, dann am besten das Handy, was ihr einstecken habt, Flugmodus anmachen. Warte mal, die sagen alle, wir hören uns alle beide schnell an, aber ich finde eigentlich, wir sind ja gerade wieder gechillt, oder? Finde ich eigentlich auch gerade. Hä? Okay. Komisch. Also bei diesem EMF-Meter immer aufpassen, dass keine anderen technischen Geräte, Handy natürlich extrem, in der Nähe sind. Deswegen legt man das immer so idealerweise mindestens 1,5 Meter weit weg. So, ich lasse es an, nehme ich noch mal aus. Batterie. Genau. So. Bewegungsmelder. Eins. Den oben auch drei. Platzieren. Eins, zwei, drei. Katzenbälle. Ich weigere mich mittlerweile immer so ein bisschen das Ganze als Ghostballs zu bezeichnen. Die meisten von euch kennen es als Ghostballs. Allerdings, es ist normalerweise ein Katzenspielzeug, ganz einfach bei Amazon zu bestellen. Ja. Es leuchtet. Ich lasse es kurz ausgehen. Ich guck mal was. Ja, es leuchtet auf alle Fälle. Wir warten, bis es ausgeht, aber auch hierüber können Seelen kommunizieren. Also nicht immer, nicht ausdrücken, diesen Katzenball oder Ghostball, nicht ausdrücken, sondern warten, bis er von alleine ausgeht. Weil nur so merkt ihr die Bewegung. Dani, du redest heute extrem schnell, findest du? Findest du alles schnell rede? Nee, eigentlich gerade nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, und hier kommen wir zu zwei Aufnahmegeräten. Aufnahmegerät günstig, Aufnahmegerät teuer. Also günstig ist das unsere auch nicht. Aber man kann es so sagen, oder? Günstig, teuer, günstig, ja. Ja, bisschen. Ein Aufnahmegerät lassen wir die ganze Zeit mitlaufen. Ja. Das andere Aufnahmegerät, in dem Fall dieses hier, lassen wir nur immer so lange mitlaufen. Nein. Andersrum. Okay. Das lassen wir mitlaufen. Ja, okay. Das lassen wir die ganze Zeit mitlaufen. Wirklich jetzt auch, da kriegst du noch viel besseres Signal raus. Nein, das ist das, was auch die ganze Umgebung im Raum mitmacht. Okay, überzeugt. Überredet. Okay, also das läuft die ganze Zeit mit. Da werten wir dann sozusagen dann 1-2 Tage später mal aus, was wir für Geräusche drauf bekommen haben. Und glaubt mir, Freundin, da ist schon einiges drauf gekommen. Ja. Dieses Gerät
Wenn wir Fragen stellen, nutzen wir nur damit, um Antworten von der Alice-Box zu bekommen. Genau. Das heißt, wir machen immer wieder hier Rec, also Record aufnehmen, Stopp. Ja, eigentlich ziemlich einfach. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ja, hier eine Powerbank. Noch eine Ghostball. Kannst ja, ich habe drei. Die kannst du mir gleich in die Hand drücken. Die stecke ich mir hier gleich in die Tasche. Und damit gehen wir dann hoch und gucken mal, was wir aus dem Haus rausbekommen. Ich glaube, ich wäre jetzt so frei, wenn du mir kurz das Handy gibst. Okay. Ich packe mir mal alles. Wo ist mach das. Ach, der ist hier. Ja, ich wäre nochmal so frei, jetzt noch einmal die Geschichte zu erzählen. Aber in ganz kurzer Form. Deswegen bitte, Leute, triggert mich jetzt nicht. Ich wechsle nicht. Bitte nur ernsthaft, jetzt auch nicht aus Spaß. Wer kennt diese Geschichte des Hauses noch nicht? Wer fragt sich, was machen wir hier? Und was hat es mit diesem Haus hier auf sich? Ich bin blöd. Bitte nur die Leute einer 1 rein, die wirklich die Frage daran haben. Das hallo, Fräulein Ricky. Eins muss ich dir noch sagen. Ich kann die gar nicht, die Batterien wechseln. Das ist mit USB. Ehrlich? Hast du aber angeschlossen gehabt, ja? Nee, das habe ich vergessen bei der Grünen. Aber wir brauchen die ja nicht unbedingt. Die ist auch Leute, bitte nicht ich reinschreiben. Eine 1. Das erkenne ich schneller. Also wirklich eine 1. Aber bitte, ich habe die Geschichte schon wirklich 2000 Mal erzählt. Ich möchte es nur den Leuten erzählen. Ja. Den hier noch. Ja, den haben wir uns auch mal geholt. Es ist kein REM-Pod-Bär. Es ist ein einfacher Spielzeugbär, der leuchtet. Ja. Ab und zu kann es vielleicht mal passieren, dass das eine Seele auch betätigen kann. Mhm. Wir haben den jetzt erst das zweite Mal mit. Mal gucken, ob was passiert. Wenn nicht, passiert halt nichts. Das ist sehr gut erklärt. Sehr gut erklärt. Kann mir bitte jemand erklären, was eine Alice-Box ist? Eine Alice-Box ist eine Entitätenbox, eine Box, worüber Seelen, ich erkläre euch auch gleich nochmal die 4 Stufen, also was es für 4 Seelenarten gibt. Eine Art, worüber Seelen kommunizieren können. Wenn wir dann oben sind, erkläre ich euch nochmal, welche 4 Arten. Es gibt eigentlich 5 Arten von Seelen, aber Tiere lasse ich jetzt mal weg. Natürlich können auch Tiere in seelischer Form da sein, aber die menschlichen, in menschlicher Form Seelen erkläre ich euch dann nochmal in Ruhe. Das Live endet. Ach so, jetzt muss wieder dieses... Ja, ja. Okay. Erkläre ich euch dann nochmal so. Es haben viele Leute eine 1 reingeschrieben. Also Leute, ich nehme jetzt kurz die Minute, aber ich werde es jetzt in ganz, ganz kurzer Form machen. Kann ich noch kurz? Warte, ich erzähle kurz die Geschichte, dann kannst du das. Hinter diesem Hügel hier, den ihr gerade seht, Dankeschön, Carmen, meine Gute, befindet sich ein Schloss, ein uraltes Schloss. Und im 16. Jahrhundert kam eine Frau aus England. Sie hat sich als adelig ausgegeben, um damals hier Vorzüge zu genießen. Also wir befinden uns hier mitten im Thüringer Wald. Diese Frau hat sich als adelig ausgegeben. Natürlich wurdest du als adeliger Mensch, es ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit immer noch ähnlich, besser behandelt wie als einfaches Fußvolk. Allerdings, als dieser Schwindel aufgeflogen ist und man herausbekam, dass diese Frau nicht adelig war, wurde sie auch hinter diesen Wäldern in diesem Schloss in einem Turm lebendig eingemauert. Eines Tages allerdings war diese Frau verschwunden gewesen. Keiner kann sich erklären, warum. Es war alles zugemauert. Es gab nur eine, ich nenne es jetzt einfach mal Futterluke, wo sie ihr Essen reinbekommen hat. Seitdem soll sie um Mitternacht zum Glockenschlag, soll man sie in den anliegenden Wäldern und im Schloss sehen können. Das ist erstmal Punkt Nummer 1, dieses Haus, wo wir uns gerade hier drinnen befinden. Dieses Haus, wo wir uns gerade hier drinnen befinden, hat lange Zeit eine Romana-Familie gehört. Sie hat einen Gasthof, eine Pension und Gaststätte hier betrieben. Hier ist damals noch auch die alte Kegelbahn zu sehen. Ich habe auf meinem Kanal auch mal ein Bild drinnen in dem letzten Video, wo man das Objekt noch wirklich in schön sieht, wo es wirklich noch aufgeblüht hat und ja, einfach noch ganz dastande. Schon viele, ja, mindestens 100, 150 Jahre her. Es kam allerdings hier in diesem Haus immer wieder zu Sichtungen des Paranormalen. Das haben gerade die Gäste dieses Gasthauses des Öfteren zu spüren bekommen und auch des Öfteren gesagt. Ende der 80er Jahre, wenn meine Informationen stimmen, ich kann auch nur das weitergeben, was ich selber höre, hat diese Romaner Familie fluchtartig dieses Gebäude verlassen, eben auch, weil sie hier das Paranormal erlebt haben und wohl angeblich auch die weiße Frau gesehen hätten. Zwei Geschwister haben hier in diesem Haus weiterhin dann noch einen Gasthof geführt. Allerdings ist 2011 dieses Haus, keiner weiß jetzt warum, dieses Haus niedergebrannt. Und auch eine der Schwestern, so wurde es mir auch zutage getragen, hat wohl immer wieder berichtet, dass es hier in diesem Haus spukt. So, das ist die kurze Geschichte. Deswegen sind wir hier, deswegen ist das das Geisterhaus.
Und deswegen machen wir jetzt gleich auf den Dachboden hier oben eine paranormale Untersuchung, Freunde. So, ich glaube für alle nochmal ganz kurz, ganz einfach zusammengefasst. Und jetzt nutze ich die Zeit, nachdem ich euch die Geschichte erzählt habe, Dani und ich. Das ist übrigens Dani. Ich bin hinter der Kamera. Matze, mein Freund, Dankeschön. Ich bin hinter der Kamera. Wir besuchen viele solche Spukhäuser. In letzter Zeit vornehmlich sogar Kinderheime. Deswegen einer der Modis, bitte nochmal ganz kurz meinen YouTube-Kanal fixieren. Und dort könnt ihr euch entweder dieses Livestream, was in 2 Tagen live kommt, bei YouTube oder eben auch die anderen Dinge, die wir so machen, wo wir in Kinderheimen unterwegs sind, in anderen Geisternhäusern unterwegs sind, könnt ihr euch bei YouTube dann immer in voller Länge nochmal angucken. Waren die Risse von der Decke an der Wand schon immer? Zumindest seitdem ich das hier sehe, ja. Dani ist der Meinung, dass es hier oben sich was verändert hatte. Ja. Genau, Steffi hat es fixiert, YouTube Kreuzer 44. Kostenlos Kanal abonnieren, könnt ihr euch alle Livestreams, alles was wir so machen, in voller Länge angucken. Gerade auch für die Leute nochmal interessant, die vielleicht das ein oder andere Livestream mal verpassen. Dafür ist dieser YouTube-Kanal da. Wir verdienen damit kein Geld, nicht einen einzigen Cent, aber ja, wir finden es halt cool, euch das eben dann auch immer zu zeigen. So, okay. Alis Box habe ich erklärt. Lilith, mein Schatz, dankeschön, dass ich Lilith mal so bezeichne. Lilith, du Kuh, dankeschön. Nee, Lilith nenne ich nicht so. Kann ich nicht machen. So ein Grübel. Ja. So, also wir sind jetzt hier auch schon nicht mehr so ganz alleine. Übernimmst du ganz kurz? Muss ich auch mal so sagen. Trink noch einen Schluck, danach machen wir noch eine ganz kurz. Ich ziehe meine Pfeife, Dani auch noch eine. Genau, so machen wir das. So ist der Plan. So, ja, ich glaube, einige von euch haben das schon mitgekriegt. Ja, Lilith, lach nur, dass wir hier nicht so ganz alleine sind. Kann ja mal jeder rein. Hi, Major Tom. Geht ja auch mal ins Schloss, bitte fixieren. Ja, reinkommen tun wir ja nicht. Ich war schon öfters am Schloss gewesen. Du musst uns dann noch vorstellen, gell? War ich dann oben. Das macht er dann oben. Seht ihr das alles, was ich euch so zeige hier? Ihr hängt sie die ganze Zeit. Da geh noch mal raus und geh wieder rein. Hallo True Soul. Danke Farbtopf für deinen kleinen Dings da hier, Dino. Dings da, Dino. So, wir sind jetzt hier nicht mehr ganz allein. Ich sag, einige von euch sehen das, glaube ich, und merken das auch, glaube ich. Woher habt ihr den süßen Bär? Den habe ich bestellt, Fräulein Regie. Hängt immer wieder. Ja, ist bis schon richtig hier. Ja, dann müssen wir nochmal rausgehen, neu wieder rein. Das sollte eigentlich gehen. Warte mal, hier. Ja, ich bin nicht richtig. Ja, du bist ja richtig. Der fummelt gerade an mir rum, Leute. Das ist nämlich der Fummler heute. So. Ja, gut, okay. Ihr wisst, was ich meine, oder? Zumindest einige von euch. Bei mir hängt es auch oft. Hm. Danke. Empfang ist aber alles super. Das mit dem raus ran hilft nicht. Links würde, warte mal. Links würde ich sagen, ist was. Naja, das sind hier so 2 Sachen, die hier so sind. Aber nichts Traumatisches jetzt bis jetzt. Komischerweise wusste ich genau, dass ihr euch für den Dachboden entscheidet. Ich zeig das mit Absicht hier nochmal. Ja, TikTok spinnt ein bisschen. Mit Popo alles gut oder blutet? Ne, ich weiß noch nicht, das sehe ich nachher, ob es geblutet hat. Ja, Leute, also im Internet kann es nicht liegen. Ich habe unbegrenzt Datenvolumen und 5G. Sollte ja funktionieren. Ja, das sind aber plus 1, irgendwo es hängt. Ja, manchmal liegt es. Danke, Karm, für dein Bärchen, mein Bärchen. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass es 2 sind, genau. Ja, so sehe ich das. Aber oben habe ich leider was anderes wahrgenommen, wo wir oben waren. So, warte mal. Ich wollte jetzt irgendwas erzählen, ich habe es vergessen, Leute. Aber das kennt ihr ja von mir, gell? Bin ja nicht mehr der Jüngste. Das mit dem Hängen ist gerade... Das Wesen schaut genau in eure Richtung. Da hätte ich Schiss. Nö, ich habe da noch keinen Schiss. Das ist jetzt nichts Böses. Glaube ich. Hoffe ich. Nee, das hätte ich schon gemerkt. Ich bin immer noch.
Ich will immer noch rauskriegen, was ich hier für... Also auf dem Dachboden vorhin habe ich auch schon wieder Luftprobleme gekriegt. Ihr kennt das ja schon bei mir, gell? Wenn das ab und zu mal vorkommt. Aber schon bei der Treppe hochgehen. Hi, Jasmin! Nee, Lea, hier ist bis jetzt noch nichts Böses. Aber wie gesagt, dort ist so eine Verdunklung. Da vorne kniet was. Da ist was. April, April. Nicht April, April. Was hattest du im Keller? Na, dem Keller bin ich nicht so wohlgesonnen. Seht ihr das jetzt hier, da vorne? Das gesehen? Okay, ihr habt es gesehen. Hi, Jasmin. Schatzi, willst du auch noch mal kurz was sagen? Wo bist du überhaupt? Bist du überhaupt noch da? Der ist doch ruhig hier hinter mir. Ich bin noch anwesend. Es geht gleich bei uns los. Hi, Chrissy. Los, ab nach ihr. Ihr habt es gesehen, ja? Ja, warte, lass mich doch wenigstens auch meins noch fertig machen hier. Warum nimmst du deinen Rucksack mit? Ich habe alles hier hingelegt. Ach so. Okay, Leute. Ja. Ach so. Ja, mache ich nicht. So, Leute. Also, wir haben entschieden, ihr habt mitentschieden. Wir fangen jetzt gleich mit den Geräten hier. Ja, weil ich konnte mich nicht zwischen drei Geräten entscheiden. Aber komischerweise geht es in den, den ich am wenigsten gesund war. Ja, hab Bild geschickt, wird heute viel, was ich schicke. Lea, alles gut. Wir sind immer wieder dankbar dafür, auch wenn ich manchmal brauche, um zu antworten. Ich bekomme manchmal wirklich auf Instagram, da sind dann 40, 50 Nachrichten, ne? Gleich wird es auch langsam dunkel. Also es wird jetzt langsam. Hi Dani. Hi. Ja, Leute, in der Zeit, ganz kurz, wenn wir jetzt das Zeug zusammennehmen, tippt alle nochmal genau hier auf den Bildschirm drauf. Vielleicht machen wir auch noch die 200.000 voll. Ich sag das eigentlich immer nur, es ist nur wichtig für den TikTok-Algorithmus. Mein größter Horror wird sein, den aus dem Fenster oder rauszugehen. Ja, um einfach nur zu zeigen, dass das, was wir machen, interessant ist. Um was anderes geht es gar nicht, sonst würde ich euch dafür auch nicht immer auffordern. Aber ja, das ist der Punkt. Also alle mal tippen, vielleicht, wir sind bei 137.000. Vielleicht schaffen wir die 200.000 noch. So. Kriegen wir mal einen Schluck? Dani nimmt nur mal hier dieses gute Quellwasser von ja. Die Deckeldinger hier, die gehen, das ist ja nervig. Habe seit Aufgang zum Dachboden dauernd Links und Vorsicht. Okay. Ist lieb von dir, aber wir machen uns immer den eigenen Eindruck, weil ich war hier auch schon sehr, sehr oft alleine und dieses Haus kenne ich vor allem alleine schon sehr, sehr gut. Ich war als Kind das erste Mal hier gewesen. Bis jetzt habe ich zumindest gerade nicht das Gefühl, dass mich heute mal hier was nicht haben will. Bis jetzt. Es ist ja auch noch hell. Wir haben noch nicht mit der paranormalen Untersuchung angefangen. Wie gesagt, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Bis eben. Ja. Okay. Du schnappst dir das, was du tragen kannst. Ich nehme das, was ich tragen kann. Ja. Okay. Lass schon los, du kleines Mädchen mit dem Plüschtier. Du läufst jetzt los wie ein kleines Plüschtier. Ja. Danke, Freunde. Komm, mach die 200.000 voll. Okay, das. Ja. So, wie viel kannst du nehmen? Ich habe eine relativ große Hand, aber wenn ich dazu noch leuchten soll. Ja, ich mach schon hier. Warte, ich pack mich gerade hier voll. Aber du musst mir den Weg leuchten. Jetzt liege ich noch auf der Nase. Okay, ich habe alles, was wir brauchen. Wir haben wirklich alles, ja. Vor wem spielst du? Ja. Okay. Ich hab alles rausgeholt auf dem Raum. Kurz. Ab geht er, Peter. Meine Taschenlampe. Okay. So, Leute, wir gehen jetzt nach oben. Auf alle Fälle hat hier irgendjemand mit einer weißen Hand einen Bubs gefasst. Was? Du hast Lauf einfach. Du bist ein bisschen weiß am Poppes. Nicht weich. Oh ja, haben sie einen Fremden drin hingestellt. Der stand beim letzten Mal schon. Richtig? Ja, wo ich hier das Video gemacht habe, das ist übrigens unser alter Rempot. Ja, den habe ich leider gelyncht, als die Leute hier draußen unterwegs waren. Hier. Ja. Auch gut, den Müll könnte man ja wenigstens entsorgen.
Ja, du hast wirklich was Weißes am Schenkel und noch ein Stück an der Jacke. Ja, wir haben ja gesagt Dachboden, aber nicht welcher Raum. Also hier hinten der Raum. Ja. Sabine, die komplette Antenne ist abgebrochen und durch den Antennenempfang sind die ganzen Kabel eben auch kaputt. Genau, wozu gibt es Waschmaschinen? Ja, ne, ich habe eben den Putz angefasst und dann bin ich meiner Freundin mal am Bobbis gegangen. Deswegen ist er weiß. Oh. Ja, ich wusste nicht, dass es hier runter geht. Weißt du, was krass ist? Zienchen, danke für dein Erdmännchen. Wenn wir in diesen Raum reingehen, das war vorhin schon so, fängt das Bild an zu kriseln. Das ist dieses typische Ameisenbild, sobald wir hier in diesen Raum reingehen. Was habt ihr mitbekommen? Ich will mal ganz kurz was testen. Hier ist es nicht. Seht ihr das, Leute? Ihr seht das Flackern. Kirsten, meine Gute, Dankeschön. Hier ist es normal. Ihr seht zwar das Flackern von der Taschenlampe, aber hier fängt es an zu kriseln. Ja, das Bild kriselt hier. Ist schon der richtige Raum. Bist du sicher, ist der richtige Raum, ja? Ist schon der richtige Raum. Also EMF ist jetzt erst einmal hier platziert. Ja, ich lasse das jetzt nur mal kurz. Ich muss das mal hier. Ich lege jetzt erstmal die Bewegungsmelder hin. Und klär ruhig jeden Schritt, den du machst. Ich mach jetzt erstmal an. Ja, also Dani macht erstmal die Bewegungsmelder an, dass wir, sobald es dann auch wirklich richtig dunkel ist, von draußen dann sehen, was kommt. Ja, die lege ich in den Flur. Matze, mein glatzköpfiger Freund, dankeschön für deine Superkraft. Hey, Matze. Dankeschön. Okay. Carmen, dankeschön. Kathi, dankeschön für dein Handherz. Okay, willst du Bewegungsmelder da stehen lassen, ja? Okay. Mach die mit. Weil wir bewegen uns ja da drinnen. Wir haben. Wir testen das dann wieder aus. Der kommt hier hin. Wie weit siehst du das dann hier, wenn ich den hier hinlege? Sobald ich um die Ecke gehe, erkenne ich es gut. Ja. Sieht aus wie ein gelber Leuchtstab. Ja, erkenne ich ganz gut. Passt so. Ich erkenne alle drei sehr gut. Ja. Würdest du dich da hinten so in die Ecke parken, damit du die im Visier hast? Irgendwie so. Geht das oder geht das nicht? Das passt. Ich frage mich nur, warum das EMF gerade so heftig ausschlägt. Was? Obwohl, nur wo du gerade dran gelaufen bist. Geh nochmal ein Stück dran. Hast du dein Handy dabei? Ja, das tue ich aber hier hinlegen. Ach so, okay, gut. Das kann sein. EMF dann bitte woanders platzieren. Ja. Ach Mann, dieses Zeichen links geht mir auf den Keks. So, warte mal, ich gucke mal, wie weit ich vor kann. Dani testet gerade nochmal, wie weit sie nach vorne gehen kann, ohne die Bewegungsmelder zu aktivieren. Okay. Gut, ihr habt gesehen, sie funktionieren. Ja, ich muss ein bisschen mit den Zeichen links aufpassen. Stitch, dankeschön für dein Bruderherz. Das Ding stecke ich dir in die Tasche? Das grüne Laser, ja. Mach's mal kurz an, halt nochmal kurz mit dem grünen Laser hin. Ja, passt, passt. Mach's ein bisschen, Kathi, dankeschön. Mach's ein kleines bisschen größer, bitte. Es ist relativ hell. Nee, das kann man auch verstellen, das Grüne. Ja. Das finde ich aber nicht grün. Nee, aber machst irgendwie ein bisschen. Ja, das ist ziemlich feinkörnig. Ja, eben. Okay, dann lass es so. Ja, dann lass es so. Ja, ich kann nicht nach links leuchten. Da ist ein Zeichen. Ich glaube, damit gewinnen wir keine Freunde. Den dritten sieht man nicht mehr wegen dem Balken. Doch, da, warte mal. Du kennst einen hier. Ja, zeig nochmal kurz. Doch, den erkennt man auch. Alle gut geparkt. So, eins, zwei. Das ist komisch, wo jetzt ging der hintere als erstes in. Ja. Und der andere ist hier. Seht ihr es? Ja, nee, stimmt. Den zweiten erkennt man wirklich nicht gut. Den zweiten? Ja. Ja. Park den mal nach hinten und rechts. Hier? Ein Stück rechts.
Nimm mal deine Schulter so ein bisschen rum. So rum. Was? Nee, das ist falsch. Du? Ja, lass ihn so. So okay. Ja, genau. Ja, so ist okay. Ich meine zwar rechts und nicht links, aber ist okay. Dani hat eine Rechts-Links-Schwäche. Hab ich nicht. Hast du. Kann man ja auch mal erwähnen. So, ging's halber. Ist das jetzt okay so für euch, Leute? Ja, so ist okay. Du erkennst alle drei. Ja. Okay. Wichtig ist, dass ihr, danke Melli, dass ihr auch alles erkennt. Warte mal, brauche ich die anderen Dinger. Eins habe ich hier. Ah, ich kann immer nicht links auf die Wand leuchten, sonst wären wir gesperrt. Muss man hier so entlang gehen. Okay. Hier habe ich die Ghostbell. Wo willst du die platzieren? Aber mach's so. Ich würde die sogar ein Stück weit im Raum platzieren. Ja, das mache ich auch. Ja, vor. Ja, mach die so ein Stück weit in den Raum rein. Stitch, dankeschön für den Schmetterling. Mach die genau. Ja. Mhm. Bei denen kann man übrigens auch nicht die Batterie wechseln. Nee, wenn sie aus sind, sind sie aus. Aus. Dankeschön, Fräulein Ricky, für deine Superkraft. Was? Den hat's an, gell? Ja, den hat sie an. Ja. Okay, die sind aus. Okay. Ich mache jetzt hier das Gerät an. Das ist das, was dauerhaft mitlaufen wird. Das ist jetzt das ich sage immer ganz einfach, Aufnahmegerät. Das läuft jetzt dauerhaft mit und wir hören uns die Aufnahmen. Kirsten, dankeschön. Wir hören uns die Aufnahmen dann am Ende nochmal komplett an. Das andere Aufnahmegerät nutzen wir eigentlich nur dazu, wenn wir die Fragen an die Alice-Box stellen. Ich würde es auch jetzt direkt anmachen. Seelenliebe, dankeschön für dein Bär. Dankeschön, mein Guter. Vielen lieben Dank. So. Ja. Ab jetzt. Was ist denn jetzt gemacht? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja, du musst eine neue Aufnahme machen. Dani hat gerade eine alte Aufnahme abgespielt. So, okay. Alles klar. Ja. Gut. Ich parke. Ja, und auch an euch Leute, wenn ihr irgendetwas seht, bitte euch immer im Live-Chat melden oder am besten noch Screenshots machen und schickt uns das einfach auf Instagram. Instagram-Profil ist genauso wie YouTube hier verlinkt. Jetzt kannst du hier auch nicht draufleuchten, eigentlich? Ja, kann ich. Ohne das Bild da. Ja, da muss ich den. Hier ist kein Stuhl. Nee, wird schwierig werden. Wird sehr, sehr schwierig. Ja, warum kannst du nicht nach links gehen? Was ist denn da? Ein Bild an der Wand? Was, das zeigt man halt nicht. Nein, das zeigt man halt nicht. Ich zeige euch den. Ja, jetzt, ab jetzt sollte es jeder eigentlich wissen, was für ein Bild ich meine. Kann man halt hier nicht zeigen. Die Alice-Box. Oh, ey, ja, hier liegt eine Bierflasche. Oh, jetzt habt ihr das alle gesehen. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Bild kann ich hier so nicht zeigen. Ja, also Dani platziert das EMF jetzt unten, auch immer drauf achten. Ach Mann, das ist. Wir müssen hier mit Farbe irgendwie mal drüber gehen, ehrlich. Hallo Nicole! Sagen die Alice-Box, lass ich einfach auf den Tisch. Ja, lass die Alice-Box auf den Tisch. Ausgeholt. Hör zu. Wir hören zu. Ja, nochmal ganz kurz an alle Seelen des Hauses. Ich bin Kreuzer. Und ich bin Dani. Gerade mich und Dani solltet ihr auch sehr, sehr gut kennen. Wir kommen in Frieden, wir gehen in Frieden, wir sind hier, um mit euch zu kommunizieren. Wir würden gerne über diese Alice-Box mit euch kommunizieren. Ihr seht sie hier vorne, des Weiteren haben wir... Okay, Leute, okay. Nein, aber nicht der Ghostball. Nee, der Ghostball nicht, aber das... Der Ghostball ist gerade schon mal von alleine angegangen. Genau, die Bälle könnt ihr auch benutzen, ne? So Leute, jetzt erkläre ich euch ganz kurz die vier Formen von Seelen. Es gibt einmal die intelligenten Seelen, die ortsgebunden sind, also Seelen, verstorbene Seelen, die intelligent sind, die in der Lage sind zu antworten, sich bemerkbar zu machen, allerdings an ein Gebäude oder an einen bestimmten Ort geheftet sind. Um es einfach zu erklären, Oma Frieda ist irgendwo verstorben und ist extrem an ihren Hausheften geblieben, ist das eine ortsgebundene Seele. Happy. Seele Nummer zwei sind intelligente Seelen, die in der Lage sind zu kommunizieren. Allerdings, die sind nicht ortsgebunden. Sie wissen über ihren Zustand Bescheid, sind aber nicht ortsgebundene, wissen aber alles, was um sie rum passiert. Seele Nummer drei sind die Seelen,
die man gerne als Restseelen bezeichnet. Das sind also Restseelen, sind Seelen, die man, wo immer wieder täglich grüßt, das Murmeltier abgespielt wird. Okay, warte mal, die Alice-Box geht an. Frühling. Frühling. Ja, wir haben Frühling. Okay, es ging gerade an Frühling. Ja, wir haben Frühling. Das sind die Seelen, also diese Restseelen, mit denen kann man auch nicht kommunizieren, die immer wieder ein und dasselbe durchleben. Ihr habt nie eine Chance, mit diesen Seelen zu kommunizieren. Es beginnt der Film wird immer wieder abgespult. Maximal. Maximal. Frühling maximal. Das sind die Seelen, ihr habt keine Chance, mit diesen Seelen zu kommunizieren. Und die vierte Art von Seelen sind die, leider muss man fast sagen, die stärksten Seelen. Und das ist das, was wir als dämonisch bezeichnen. Das ist dann wirklich der Punkt, wo man ja nicht nur sehr, sehr vorsichtig sein sollte, gerade wenn man unerfahren ist, ja, verschwinden sollte. Es gibt noch tierische Seelen, auch in der Form. Ich liebe Tiere, Katzen, Hunde, Kaninchen, alles. Allerdings ist es, der Ghostboy schlägt wieder ein. Allerdings ist bei tierischen Seelen immer der Punkt, dass tierische Seelen auch große Probleme haben, sich zu verständigen, weil sie sich nicht wirklich bemerkbar machen können. Wenn ich zum Beispiel sage, ist hier eine Seele anwesend, dann mache dich genauso bemerkbar durch Klopfen, wie ich das jetzt mache. 1, 2, 3. Oh, was war denn Ghostball? Ist wieder angegangen. Der Ghostball ist wieder angegangen. Eine tierische Seele hat nicht die Möglichkeit, sich so bemerkbar zu machen. Der Ghostball geht ständig an. Der Ghostball ist übrigens kein Bewegungsmelder. Okay. Ja, warte, ich platziere es erstmal hier unten. Kino. Kino. Wir hatten eben schon Frühling. Gebe ich dir mal mit Absicht. Ja. War deine Frage, ja, wir haben Frühling. Okay, Leute, und wenn man einfache Fragen stellt, ist das Beste erst einmal vielleicht zu fragen, wie alt bist du? Hallo Bianca. Bettina, du hast eine dämonische Puppe. Ich war der Meinung, ich hatte auch mal sowas. Ich habe hier noch ein Ballonlicht. Ja, erklär kurz das Ballonlicht. Dani hat noch ein Ballonlicht. Also das kann ja leuchten, gell? Ja. Sieht dann so aus. So, ab und zu können Geister auch über so kleine Ballonlichter kommunizieren. Ich mache das jetzt aus. Kreis. Kreis. Das Problem ist gerade ein bisschen, dass von der Perspektive nur wir erkennen, wenn ein Bewegungsmelder oder ein Ghostball angeht. Gut, du kannst das ja rüberschwenken dann, gell? Ich glaube, es wäre das Beste, die Alice-Box mit hier unten zu platzieren und ich setze mich hinten Richtung Couch. Vorsicht. Vorsicht. Und der, genau in dem Moment. Er ist wieder an. Das will ich halt zeigen. Genau in dem Moment geht dieser Katzen-Ghostball an. Es kommt Vorsicht. Jetzt aufpassen. Jetzt musst du wieder fühlen, ob irgendetwas hier reinkommt. Ja, es kam gerade durch die Alice-Box Vorsicht. Das ist schon die ganze Zeit so. Es kam gerade Vorsicht und der Ghostball geht an. Das ist dann immer der Moment, wo du nicht... Ja, tu die Alice-Box. Ich glaube, man versteht sie ganz gut. Ja, tu sie damit vorne platzieren. Ja. Begraben. Begraben. Vorsicht, begraben. Wurdest du hier begraben? Ich muss gleich mal mit den grünen Laser leuchten. Ja, da muss ich die Taschenlampe müssen machen. Jetzt. Ja, warte ganz kurz. Begraben. Weil es kam Vorsicht und der Ghostball geht an. Ich werde mir dann auch in kürzester Zeit die Augen verbinden. Ich habe mein Tuch hier. Vorsicht. Auf alle Fälle blinkt es da hinten ganz schön. Siehst nur du jetzt, ich sehe das hier nicht. Ja. Was gerade krass war, es kam wirklich genau in dem Moment Vorsicht. Ja. Und danach ist der Ghostball angegangen. Liefern. Was? Liefern. Ach, liefern. Liefern. Ich hab was anderes. Okay, ich stell dir nochmal die Frage, wie alt bist du? Die Seele, die hier in diesem Raum anwesend ist, wie alt bist du?
halte mit dem Handy drauf und das EMF geht nicht mehr aus. Kampf. Kam es hier drinnen zu einem Kampf? Ja, ich meinte auch die Zeit damit. Auf sein Auge hin. Entsprechend bedeutet. Das kann auch sein, dass er genau mit Kampf meinte. Kriegszeit. Ja, könnte ja wahrscheinlich Zweite Weltkriegszeit gewesen sein. Vielleicht auch Erste. Fabienne, den Laser, den muss man leider immer gedrückt halten. Den kann man nicht einfach so anhalten. Ich frage jetzt was mein Kopf gerade mir gesagt hat. Ist Hans hier anwesend? Wir hatten hier des Öfteren schon den Namen Hans. Kreuzer stellt eine Tür. Das ist eine gute Idee. Ja, das macht es uns leichter. Kannst du ganz kurz halten, bitte? Was willst du machen? Mal ganz kurz halten. Psst, psst. Meilen. Meilen wäre in dem Moment amerikanisch. Ja. Deutschland wurde im Zweiten Weltkrieg ja mehr oder weniger durch die Amerikaner befreit und besetzt. Ja. Da wären wir wieder beim Zweiten Weltkrieg. Ja, ich muss mal irgendwas vor das Zeichen machen. Jetzt schlägt das EMF aus. Okay. Ja, stimmt hier. Seht ihr? Kannst uns auch nicht die ganze Zeit filmen. Oh, Alter, waren die Schüren. Oh, die Türen damals schwer. Genau, machen wir was da vor. Alter. Oh, waren die damals schwer gewesen. Oh. Okay, ja, gute Idee, Lilith. Wörter. Boah, die Türen damals waren ja wirklich robust gewesen, gell? Heute hast du das Gefühl, du hast Pappe in der Hand. Hans, bist du hier bei uns? Rudolf? Dani hat gerade gefragt, ob Hans anwesend ist. Es ist Rudolf. Rudolf, wie alt bist du? Seht ihr das? Wir haben keinen Einfluss auf diesen... Jetzt geht der Ball wieder an. Also wir sind definitiv nicht alleine in dem Raum drinne. Rudolf, bist du hier bei uns? Warte ganz kurz, lass den Ball erstmal ausgehen. Ja. Vielleicht will Rudolf auch nicht unbedingt durch die Alice-Box sprechen. Ich dachte, der ist an den Ballen. Rudolf, bist du hier in dem Raum drinne? Betätige bitte nochmal den Ball, den du gerade betätigt hast. Ich meine genau den Ball hier. Lockig. Rudolf, bitte betätige nochmal diesen Ball hier vorne. Also einfach ist es immer nicht. Ja, Seelen stehen immer nicht unbedingt auf Unterhaltung. Ist auch immer so ein Punkt, was viele immer vergessen. Ich habe auch ein kleines Ballon nicht, also du darfst auch gerne herkommen. Nicht vergessen, das ist so kleine Seelen. Ja. Rudolf, versteckst du dich hinter diesen Balken? Hast du das grüne Ding gerade, ne? Liegt genau vor dir. Auf dem Tisch, hinter dir, Entschuldigung. Der Laser liegt genau hinter dir. Männlich. Das passt zu Rudolf. Ballonlicht geht an, Leute. Seht ihr das? Ballonlicht hier vorne geht an. Das machst du gut. Ich glaube, er will, wenn er... Ich glaube, er will, wenn er über das Ballonlicht kommunizieren. Sienchen, ja. Wir haben hier gerade Kontakt. Ja. Ja, man sieht auch so alles ganz gut. Man erkennt wirklich alles sehr, sehr gut. Kannst du das Licht auch wieder ausgehen lassen? Weißt du, was gerade krass ist?
Seht ihr das? Hier ist überall alles voll mit Punkten, was ich euch erzählt habe wegen den Rastern. Es ist genau in der Tür. Ist alles frei. Kann natürlich auch sein, dass du so nicht um die Ecke kommst und diese grünen Punkte keinen Anhaltspunkt haben. Kompliziert. Kompliziert. Binsel. Du hast gefragt, ob er es ausmachen kann. Was ist kompliziert? Binsel. Machen wir das grüne Licht bitte kurz aus, weil genau in dem Balken hängt. Kreuzer, könnt ihr den Bär auf den Balken? Kann ich machen. Ja. Ich tue dir mal da vorne einen Bär hinstellen. Also alles, was jetzt bewegt, bin ich. Ja. Die Bewegungsmelder, die gerade angegangen sind, das war Dani. Doris. 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 Haben Rudolf und Doris was zusammen zu tun gehabt? Das ist zu kompliziert, die Frage. Du darfst das Ballonbrecherlicht auch wieder ausmachen. Auf alle Fälle wären jetzt Rudolf und Doris hier. Aber die Frage ist zu kompliziert. Patty, dankeschön für deinen Schmetterling. Habt ihr mal früher in diesem Haus gelebt? Genau, das ist eine richtige Frage. Der will dankeschön für deine Rosen. Vielen lieben Dank. In Kriegszeiten hier. Carmen, dankeschön. Eier. Eier. Ihr müsst bei dieser Alice-Box immer wissen, man bekommt nicht immer genau diese hundertprozentigen Antworten auf die Frage, die man stellt. Das ist dann sozusagen, sage ich mal, immer dieser Checkpot. Bin ich dir zu nahe gekommen? Schatz, erklär mal ganz kurz deine Empfindung, dass die Leute das vielleicht mitbekommen, was du gerade empfindest. Nochmal kurz zur Erklärung, Dani ist immer die Person, die immer mehr spürt wie ich jetzt. Also ich habe das Gefühl, die versteckt sich was in einem Balken irgendwie. Das ist die ganze Zeit schon mein Eindruck. Genau da, wo halt keine Punkte reinleuchten. Beschuldigen. Beschuldigen. Habe ich recht damit? Du darfst gerne zu uns kommen. Also näher kommen. Mach das grüne Licht nochmal aus. Großmutter. Großmutter. War das eine Frage? Wann geht das Ballonlicht hier vorne die ganze Zeit nicht mehr aus? Schatz, mach das Ballonlicht bitte nochmal kurz aus. Ja. Mach's nochmal kurz aus und wir sagen dann eher, bitte mach's nochmal an. Dani, mach das Ballonlicht jetzt erstmal kurz aus. Ich gehe ein Stück nach hinten. Mach mal die eine Taschenlampe bitte an und leg sie mal so in die Ecke, dass das nicht genau nach vorne strahlt, sondern dass einfach der Raum so ein bisschen heller wird. So. Ja, genau, richtig. Oder? Ja, ja, genau. Ja, so ist super. So ist super. Ja, so ist super. So ist super. Ich glaube irgendwie so eingeschüchtert. Plaudern. Ja, wir können gerne plaudern. Das. 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 Worüber möchtest du mit uns reden? Grob. Er möchte über was Grobes, Allgemeines reden. Ich frage nochmal nach dem Alter.
Würdest du uns verraten, wie alt du bist? Ich bleib nur mal ganz kurz beim Alter. Würde mich jetzt mal interessieren. Dorf. Dorf kann man das ja auch nicht benennen. Ja, aber früher war das Ganze ja mal kleiner. Ja, ich weiß. Wir bräuchten eine Ja-Nein-Frage. Bist du hier in diesem Haus gestorben? Wir brauchen jetzt Ja-Nein-Fragen. Gefallen. Okay. Bist du hier in diesem Haus gefallen? Lilith, ja. Der Punkt ist, es ist, glaube ich, schon eine intelligente Seele. Und intelligente Seelen, egal ob ortsgebunden oder nicht, wissen um ihren Zustand. Ich habe gerade gefragt, bist du hier gefallen? Täuschen Sie vor. Boah, täuschen Sie vor. Das habe ich auch gerade gemerkt. Genau in der Ecke. Ja, genau in der Ecke. Kannst du mal mit den grünen Dings da Kopf machen? Also hier, als wäre jetzt hier gerade was vorbeigehuscht, so kommt ja. Das jetzt gerade vor. Ja. Hast du selber gemerkt? Ja. Bist du hier? Warte. Industrie. Industrie. Betrag. Boah. Also das war jetzt hier, als wäre hier voll was an mir vorbeigehuscht. Leute, erkennt ihr das Gesicht hier links? Ah, das müsste ich jetzt eigentlich einrahmen. Das kann eine Einbildung sein, das muss nichts Krasses sein. Es sieht aber aus wirklich wie ein alter Schwede. Hohoho. Wow. Ja. Industrie war das letzte gewesen. Ich habe auch gerade was hier wahrgenommen. Josef? Josef, jetzt. Jetzt sind wir bei Josef. Chemie. Rudolf? Josef? Chemie. Chemie. Ach, Chemie, okay. Wie viele Seelen sind gerade hier bei uns im Raum, im selben Raum? Das war hinten in der Ecke. Das ist direkt hinter mir. Ja. Leucht mal auf mich drauf kurz. Das ist direkt hinter mir. Ja. Bedeuten. Bedeuten. Bist du gerade hinter meinem Rücken? Hier seht ihr das Gesicht. Sollte man, glaube ich, erkennen, oder? Ja, erkennt man. Ja, erkennt man. Schatz, mach mal bitte kurz den großen Spiegel an. Auge. Spiegel. Kreuz, alles gut. Du klingst nach Halsproblemen. Nee, alles gut. Aber ich habe das Gefühl, wir sitzen hier auf dieser alten Couch drauf. Jetzt gehen, vor allem in dem Moment, gut, okay, kann durch den Knall gewesen sein, wo du das Spielzeug angemacht hast. Ja. Jetzt gehen nämlich auch in dem Moment die Ghost Balls wieder an. Das war ich jetzt. Nee, alles gut. Es ist sehr staubig hier oben. Das merkt man extrem. Es ist sehr, sehr staubig. Wer von den vier Namen, die uns gerade genannt worden sind, ist hier im Raum? Abenteuer. Abenteuer klingt wirklich so, findet selber raus, was hier passiert ist. Ja. Aber an dieser Stelle war ich schon so oft gewesen. Da hat es mich ja jedes Mal in den Keller runtergezogen. Das war bei mir immer der Punkt. Bär leuchtet dauerhaft. Ja, der Bär ist auch an. Komisch wäre es, wenn er ausgehen würde. Vater. Also es deutet bisher alles auf eine Familie hin. Weißt du?
Weil vorhin kam Großmutter. Wisst ihr, welches Jahr wir haben? Das würde mich interessieren. Ihr müsst gerade bei so einer Alice-Box immer ein bisschen versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Immer ganz, ganz wichtig. Titi, mache ich gleich. Die Frage Simone habe ich schon gestellt. Das leuchtet mal den grünen Ring da oben über die Tür in dieses Loch. Danke. Da oben haben wir auch noch was. Ja. Nee, weil ich da eben was für voll genommen hatte. Abgebildet. Ja, das war abgebildet für mich. Abgebildet. Seid ihr eine Familie, die Seelen, die hier anwesend sind? Du darfst mit dem Teddy ruhig spielen. Siehst du das? Ja. Okay. Der Punkt ist, wir kommen nicht mehr weiter nach oben. Beobachtet ihr uns gerade? Bitte immer erst ganz kurz die letzte Antwort abwarten und danach die neue Frage stellen. Okay. Kollege? Macht Sinn. Macht Sinn gerade. Okay. Gehört ihr zu einer Familie, Kollege? Oh. Kollege passt auf alle Fälle in dem Moment. Ich würde mal ganz kurz, kannst du kurz übernehmen? Unter. Ich wusste, ich wollte. Kannst du ganz kurz nehmen? Ja. Ich leg mal das Diktiergerät hier auf den Tisch, Leute. Ja. Ich muss erstmal jetzt dauerhaften laufen lassen. Was hast du vor? Ich wollte genau gerade nach unten. Ich wollte mal kurz nach. Lässt du mich jetzt schon wieder hier alleine oder was? Er ist aber so reizend. Schön, Schatz. Ach, und schon lässt er mich wieder allein. Ach, mein Sohn ist auch drinne. Oh, das löchert aber alles verdächtig da vorne. Das. Drossel? Drossel. Drossel, meinst du den Vogel? Drossel damit. Danke, Kadi. Was hat er denn jetzt? Wer denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was er unten sucht. Aber ist... Habt ihr das gehört? Sieht wie ein Unfall aus, ja. Der alte Betrieb, ja, genau. Typisch Kreuzer, gell? Das ist wieder typisch Kreuzer. Ja, der hat gerade einen Hund gebellt, den habe ich auch gehört. Zwischen ganz laut. Ja, ich habe ich gehört. Wer redet dort? Ich? Hört ihr was? Hallo, Bettina. Kannst du so einen Ghostball nochmal betätigen? Kurs. Kurs. Es ist auf jeden Fall jemand an dem Ball dran und checkt das Ganze ab. Seht ihr? Da redet jemand leise. Hä? Kursrichtung. Alleine. Ja, allein kaum. Hä? Ich höre hier kein Reden. Hört ihr wirklich jemanden reden, ja? Ist die Chefin von Haus, bitte. Dani, frag mal, ob die Hausherrin ist. Ob das. Bist du die Hausherrin hier von diesem Gebäude? Ich weiß, dass dort was ist. Das berührt auch die Alice-Box die ganze Zeit. Das seht ihr immer ab und zu mal. Man gehört Geflüster. Nee, mit wem soll der denn flüstern? Ich weiß nicht, was der macht. Der ist runtergegangen kurz. Von dem Ding. Irgendwie ist gerade weg und seitdem fühlt sich alles anders an. Ja, das geht mir auch gerade so. Angekommen. Angekommen. Bist du gerade bei mir angekommen? Hm. Ja. Schreiben. Schreiben. Angekommen, schreiben. Warte mal
habe richtig Herzklopfen. Ja, das ist bei mir aber auch gerade so. Ist das aktiver? Ja, das ist irgendwie jedes Mal so. Würdest du mir jetzt dein Alter verraten? Seht ihr das da vor dem Balken, ja? Das probiere ich euch die ganze Zeit zu zeigen, dass die ganze Zeit da was beim Balken ist. Ich glaube, Kreuzer kommt wieder. Schrieb. Jetzt schon wieder schreiben. Ich schwitze. Ja. Das ist nur Kreuzer. Das soll ziemlich rein hier. Also das, was machst du? Schießt schon wieder die Geräte hier rum. Also das komplette, die komplette Aura hier drin hat sich gerade komplett verändert, wo du unten warst. Es ist ziemlich ruhig heute. Beim letzten Mal, Leute... Nee, so ruhig ist es hier gar nicht, Schatz. Das ist aber das, was ich gerade im Gefühl habe. Nee, ich nicht. Ich sehe das genau anders. Nee, ich nicht. Also ich finde es fast schon zu ruhig, um ehrlich zu sein. Ich irgendwie gar nicht gerade. Okay, du machst hier weiter, ja? Ja. Ja, ich kann immer nur meine eigenen Eindrücke schildern und die meisten von euch, die das letzte Mal im Geisterhaus dabei waren, wissen es. Geschrieben. Der hat jetzt zum dritten Mal hintereinander gesagt, schreiben, schrieb und geschrieben. Dreimal, also jetzt habe ich mich jetzt geirrt, Leute. Schreiben, schrieb und geschrieben kam jetzt, oder? Das stimmt, ist immer daraus sich rein zu. Leute, hat einer von euch eine Idee, was das bedeuten kann, wenn dreimal hintereinander schreiben, schrieb, geschrieben kommt? Ja, natürlich könnte man jetzt spekulieren, dass hier irgendwo was geschrieben ist, was wir vielleicht sehen sollen. Flugzeug. Das passt wieder gar nicht da rein. Mach das nochmal auf. Schreibt ruhig mal eure Gedanken rein. Philipp, hör mir. Vielleicht das Kreuz an der Wand. Das haben wir abgedeckt. Das haben wir vorne abgedeckt. Die Zeit, was wir vorhin hatten. Lehrer, der Tisch ist im Weg. Ich glaube, wir können die Taschenlampe jetzt ein Stückchen weiter nach vorne halten. Oder hast du die grüne Lampe? Nein. Wo ist die grüne Lampe? Die unten, die ist ja vergessen. Habe ich ja vergessen. Ah, die grüne Lampe wäre jetzt mal schön gewesen. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja. Schreibt ruhig alles mal rein, Freunde. Ja, leucht mal nach vorne. Vielleicht geht es noch um ihren Tod, der irgendwo aufgeschrieben wurde. Zum Beispiel ein Zeitungsartikel. Das Schwierige ist, da ranzukommen. Wir wissen ja gar nicht, an wen wir hier gerade sind. An welcher Seele wir hier gerade sind. Ich möchte jetzt auch nicht diese billige Frage stellen, die ich immer stelle. Ich glaube, damit werde ich zu nichts kommen. Gib mir mal ganz kurz den Laser. Ja. Damit werde ich. Eins dieser Geräte hier unten betätigen. Diagramm. Diagramm. Schreib. Liste. Liste. Schreiben, geschrieben. Diagramm. Es ist wirklich wieder wie ein Rätsel. Ich komme mir gerade vor wie in einem Escape Room. Ich komme mir gerade wirklich vor wie in einem Escape Room. Vielleicht. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier ein Diagramm zeichnen sollen. Ich gehe eher davon aus, dass die Wahrheit des Ganzen vielleicht irgendwo hier liegt. Aber die Wahrheit des Ganzen liegt für mich eigentlich eher zwischen dem Haus und dem Schloss. Das ist für mich die eigentliche Wahrheit. Ach, man denkt immer, das ist so einfach. Man denkt immer, man gibt mal ganz flotti Karotti 1000 bis 1500 Euro für die Geräte aus. Hilflos. Hilflos. Brauchst du Hilfe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Brauchst du Hilfe? Das ist eine sehr gute Frage. Holy Marie, nee, wir sind nicht hilflos. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich es heute, jeder, der beim letzten Mal dabei war, hat es wahrscheinlich mitbekommen, da war hier extrem viel los gewesen. Das war wirklich extrem krass. Diese Empfindung habe ich heute nicht. Es ist wirklich sehr, sehr ruhig. Dir helfen. Matratze. Boah, Matratze. Matratze.
Das kann zwei Sachen bedeuten. Entweder die Matratze, die draußen liegt, die raus, also ich gehe nur von Veränderungen aus, oder die Matratze, die unten im Raum ist. Oder möchtest du, dass ich mich da drauf setze? Möchtest du, dass wir eine Etage weiter runtergehen? Die Matratze war nämlich neu gewesen. Ich habe das anders für voll genommen, jetzt Schatz. Nee, ich nicht. Wir haben zwei Matratzen, die eine, die rausbuxiert wurde, und die andere Matratze, die genau unten liegt. Aktiv. Aktiv, positiv. Ich habe gerade die Frage gestellt, sollen wir runter zu der Matratze gehen? Aktiv. Möchtest du, dass wir eine Etage runterkommen? Ich frage nochmal. Einsame Seele, genauso sehe ich das auch. Matratzendiagramm. Mehr. War das gerade mir oder mehr? Mehr. Ja. Also erfahren wir dort unten mehr. Marlies. Der fünfte Name. Marlies kann man aber beim nächsten Mal. Hatten wir so viele Namen schon mal hier in dem Haus? Also mit einmal hatten wir, glaube ich, noch nie so viele Namen. Guck mal in der Matratze. Ich glaube nicht, dass es um die Matratzen hier geht. Ich glaube, erst geht um die Matratzen unten. Ich hatte aber eben so ein Ding, wo es gesagt hat, Matratze, dass ich mich da rüber setzen kann. Sie red ruhig lauter. Hab ich doch gerade. Das ist bei dir laut. Ich habe gesagt, wo das Wort Matratze kam, hatte ich so ja. Das Gefühl, als ist es eine Aufforderung, dass ich mich wieder darüber setzen soll. Also wenn... Danke, Lena. Also wenn ich mit einer Gabel in deiner beschichteten Pfanne rumkratze, dann redest du lauter. Daher weiß ich, dass du lauter reden kannst. Richtig laut. Da wirst du richtig, ja genau. Deswegen sage ich, red jetzt so laut, als wenn ich Bratkartoffeln bei dir in der beschichteten Pfanne mache. Ewigkeit. Ewigkeit. Ist das jetzt ein Hinweis? Wie lange sie schon hier sind? Ja, das kann sein. Ich bin extra mal ein Stück zur Seite gegangen. Schatzi, das ist wirklich nicht böse gemeint, aber du redest so leise. Findest du schon wieder, dass ich leise rede? Ja, du redest wirklich leise. Ja, Leute, ihr kennt Dani wahrscheinlich nicht anders, ich kenne sie anders. Wir würden gerne was über deine Geschichte erfahren. Ich habe auf alle Fälle das Gefühl, dass die Seele männlich ist. Das habe ich auch. Alleine, weil sie Respekt vor dir hat. Kreatur. 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 So, jetzt stelle ich die Frage, oder? Stell du die Frage. Hallo Sarah Jane. Bist du der Mann, den ich neulich gesehen habe? Der sich mir gezeigt hat. Du bist auf alle Fälle gerade mega verschwommen. Ich habe das Gefühl, wir stellen die falschen Fragen. Ja, könnte. Könnte. Das war jetzt eine gute Antwort. Ich habe gerade gefragt, ob es der Mann ist, der sich neulich mir gezeigt hat. Wo wisst ihr alle? Die Antwort kommt könnte. Ja. Könnte. Wir sind gerade wieder beim Foto. Willst du mir was Böses? Oder Kreuzer? Cleo, die Frage hatten wir schon. Ist gut, aber die Frage hatten wir schon. Was? Wir gehen gleich nochmal runter. Oh,
ich muss das immer so pauschal an euch fragen. Wer von euch kennt die Fotogeschichte, eine 1 in den Chat, und wer kennt diese Fotogeschichte noch nicht, eine 2 in den Chat? Ingeborg. Ach, der nächste Name ist aber, was ist denn heute mit See? Ingeborg See. Der See oder das See? Warte mal. Gut, also die meisten von euch kennen die Geschichte. Angelegenheit. Angelegenheit. Also für die meisten von den 500 Leuten hier drinnen nochmal, wir hatten vor, wie lange ist das her, Schatz? Ein Jahr, circa? Das wurde gemacht. Ja, also vor einem Jahr, wo wir bei TikTok hier relativ am Anfang in diesem Haus live waren. Und da hat Dani letztens ein Bild gefunden, wo man eine Gestalt in der Tür unten erkennt. Allerdings war ein Tag später, also 12 Stunden später, diese Gestalt nicht mehr zu erkennen. War komisch. Anhang zu dem Bild. Auf diesem Bild hat mich was angeguckt und weggeguckt auf einem Foto. Ja, ein Foto hat sich bewegt und es war kein B-Roll. Ich glaube, jeder von euch kennt B-Roll-Videos, die sich dann halt kurz bewegen. Nein, es war ein ganz normales Foto gewesen. Ich glaube, wir müssen da nochmal runter. Ich glaube wirklich, wir müssen da nochmal kurz runter in den Raum gehen. Warte, ich frag mal dazu. Mach das mal. Krieger. Erfassung. Erfassung. Kannst du uns sagen, wo wir dich finden hier? In diesem Haus? Ich denke, eine Etage war da unten. Ein bisschen. Du musst auf alle Fälle aufpassen. Man hat gerade gehört und sieht auch, dass du eine Zigarette anhast. Da reden welche und lachen. Ich glaube, das kam gerade von draußen. Manchmal. Manchmal. Ich habe gerade eben gefragt, ob er uns sagen kann, wo wir ihn finden. Manchmal. Ich sag, eine Etage war da unten. Wir müssen wieder in den Raum reingehen. Sollen wir in den Raum kommen, wo unsere Sachen stehen? Versucht? Ja. Okay, alles klar. Gut. Klare Antwort, versucht. Dani gerade gefragt, sollen wir in den Raum reingehen, wo unsere Sachen stehen? Versucht. Versucht. Ja, also vorsichtig sein, wenn wir gleich runtergehen. Ja. Wir gehen gleich runter. Kannst du uns sagen, wie viele dort auf uns warten? Das müsste der Bär mit dem Schatten sein. Ich friere nämlich gerade ein bisschen und habe meinen linken Arm eigentlich ziemlich steif. Ne, ich habe den linken Arm auch gerade ziemlich steif. Danke, Devil Wurm, für deine Rosen. Bauernhof. Was auf Dorf passt. Ja, Bauernhof. Also ist das? Sind die schon ganz lange hier? Weil bevor das richtig zur Stadt wurde, war es ja alles mal dürflich, sag ich jetzt mal so. Gell? Ja, aber deinen rechten Arm bitte nach hinten. Erzähl. War es ja etwas dürflich alles, gell? Bevor du so die Stadt aufgebaut wird. Dieter. Einmal. Einmal. Dieter, warte mal, ich habe eben gefragt gehabt, wie viele warten da unten? Dieter einmal. Also wartet Dieter auf uns da unten. Ja. Warte. Leute, wir gehen gleich einen Raum weiter runter. Wartet Dieter auf uns da unten? Devil Woman, alles gut. Lass dein Kind schlafen. Platte. Platte. Darf ich das aufpassen?
dir gerade übelst Herzrasen. Du kommst Herzrasen? Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier verwirrt werden. Ja, kann durchaus möglich sein. Und ich gehe auch gerne hier in dieses Haus alleine und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist komischerweise immer mehr passiert. Beziehungsweise auch beim letzten Mal ist mehr passiert. Es ist so wahnsinnig ruhig heute. Es ist so extrem ruhig. Du hast so eine extreme Ruhe. Ich persönlich finde es gerade extrem ruhig. Du merkst nicht viel. Ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Führer. Führer. Wir haben wieder genau für das, was hinter der Tür ist. Wir haben extra die Tür davor gestellt. Also dahinter befindet sich ein HK. Habt ihr euch hier in diesem Haus versteckt? Fahrrad. Da fehlt eine Platte bei der Tür. Bitte anpinnen. Da fehlt eine Platte bei der Tür. Ich muss mir unbedingt das letzte Video von mir nochmal angucken, was ich hier gemacht habe. Da habe ich ja jede Räumlichkeit aufgenommen. Ich will einfach mal schauen, ob sich da irgendwas verändert hat. Ja, aber es ist windstill draußen. Ich glaube, ihr erkennt das ganz gut. Bedienen. Es ist wirklich wahnsinnig windstill. Die Katzenbälle, die ihr hier vorne seht, also 1, 2, 3 und der große, haben sich seitdem aber wieder nicht, also haben seitdem nicht mehr geleuchtet. Also ich habe gerade das Gefühl, im Moment gerade, dass wir hier gerade alleine sind. Lilith sagt auch gerade, also von unten war es, war plötzlich hier oben mehr los. War das so, ja? Dass wir jetzt gerade alleine sind, jetzt im Moment gerade. War mehr los, wo ich dann hier unten war, ja? Ja, wo ich alleine hier oben war, ja. Da war mehr los gewesen. Fand ich schon, frag doch mal. Ja, Lilith hat es ja auch gerade geschrieben, es war mehr los gewesen. Die meisten Leute schreiben alle ja. Kern. Das war ich nicht. Das kann ich nicht gewesen sein. Hallo, guck mal da vorne. Ja. Der Bewegungsmelder ist an. Ja, schön, dass du es schon mitkriegst. Ich sitze hier hinten immer noch. Ich kann es nicht gewesen sein. Okay, jetzt sind wir... Boah. Sind die anderen auch an? Ich sehe das nicht. Nein, nur der eine ist an. Er ist wieder aus. Dani sitzt hier, ich sitze hier, der Bewegungsmelder ist gerade angegangen. Sollen wir hinterherkommen? Nicken. Boah, nicken. Effektiv. Sollen wir hinterherkommen, nicken? Also nicken heißt ja. Ja. Das ist ein klares Ja. Möchtest du, dass wir runterkommen? Warte mal ganz kurz. Eine klare Antwort und wir kommen. Genau, gerade ist der Bewegungsmelder angegangen. Ich habe es gar nicht gecheckt in dem Moment. Ich habe es nur gesehen, ich habe es gar nicht mitbekommen. Das ist ja das, was ich im Gefühl habe, als wenn wir runtergehen sollen. Ich habe doch vorher noch gesagt, könnt ihr noch mal einen von den Ghostbällen bedienen und dann ging das Ding an. Und es geht der Bewegungsmelder an. Hab ich doch gesagt, oder Leute? Ja. Also ich würde sagen, wir gehen einen Raum mal runter. Ich glaube, irgendwas will das wieder runterkommen, sag ich. Soll ich mal hier meine Ghostbälle das alles einpacken und... Pack das mal kurz ein, wir gehen jetzt ein... Wo ist die Tasche? Achso, die liegt hier. Ja. Wir gehen jetzt eine Etage weiter runter. Empfohlen. Okay. Er hat es uns ja empfohlen, alles klar. Hier ist dein Kreuz bitte mal hier. Ja, Leute, wir gehen jetzt eine Etage weiter runter. Ich habe das gar nicht mitbekommen mit dem Bewegungsmelder gerade. Das ist übrigens immer so eine Sache, ihr seht das gerade. Daniel hat gerade hier vorne den Bewegungsmelder aktiviert. Boah, du saßt eben hier links, ich saß hier. Und der Bewegungsmelder ist wirklich angegangen. Ich habe das gar nicht gecheckt in dem Moment. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ja, wir gehen runter. Was? Oh, aua.
Ja, das Aufnahmegerät ist an. Ja. Das macht dich wieder selbstständig hier. Guten Nacht mal zum Patty. Boden. Boden. Wir müssen eins runtergehen. Auf alle Fälle, wir gehen jetzt eine Etage weiter runter. Okay, warte. Jetzt war ich gleich erschrocken. Ja. Seelenfieber, ich habe keine Ahnung. Das gerade, das war das Aufnahmegerät. Ja, das hat schon mal was. Aber was hier vorne den Bewegungsmelder aktiviert hat, ich habe keine Ahnung. Alles komm. Mach die Alisbox nochmal auf. Ich hab den Laser hab ich. Wir müssen eine Etage weiter nach unten. Soll ich den Ball nehmen? Ja. Ihr seht gerade hier den Bewegungsmelder, den Dani gerade aktiviert hat. Alter Schwede. Kriegst du das alles, oder soll ich noch was nehmen? Das geht ja. Ja. Laser habe ich, ja. Ist alles unten? Ja, Laser habe ich. Okay. Lauf vor allem langsam runter. Ja. Ich laufe nur wie eine Krücke, weil das Kreuz wehtut. Ich sehe es. Leuchte mal nach rechts auf die Nonne, bitte. Langsam. Ja. Was kommt denn jetzt hier unten gerade so was komisch vor? Auf vor allem langsam rein. Ich glaube, der Teddy, der ist hier uneffektiv. Mache ich erstmal aus. Ich parke. Ich bin noch draußen. Was machst du? Erzähl's bitte. Sagst du, Dankeschön. Ja. Okay. Alisbox schmeiße ich wieder. Ich muss mal ganz kurz da drüben rein. Mach das. Ich stelle die Alisbox. Ja. Du machst mal kurz hier das so. Ein Stück hier rüber kannst, dass man alles erkennt. Ja, ich glaube, so erkennt man es am besten. Ich habe mein Kreuz, ja. Ich meine es mal kurz. Einzel. Dankeschön, Patricia. Okay, wir sind jetzt hier unten in dem Raum. Schatz, hast du die Bälle irgendwo platziert? Noch nicht. Was? Die Aufnahmegeräte gehen gerade die ganze Zeit an. Wenn du hier anwesend bist, kommuniziere gerne über die Alisbox. Auch an jeden nochmal, den Fehler habe ich leider viel zu oft gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn hier eine Seele anwesend ist, mach dich irgendwie bemerkbar. Sag das niemals, weil egal ob es was Gutes oder was Böses ist, wenn ihr sagt, mach dich irgendwie bemerkbar, geht ihr dieser Seele sowas von entgegen, egal ob bösartig oder ob gut. Ihr gebt dieser Seele so viel Macht. Ja, die Elektronik zieht gerade. Bei uns gehen die Aufnahmegeräte die ganze Zeit wieder an. Ja. Bibliothek. Bibliothek, ja. Das ist noch ein. Warte mal, ich
Stopp das jetzt mal ganz kurz. Erinnerungen. Erinnerung. Dani sagt gerade, es kam gerade Bibliothek. Dani sagt, das hatten wir das letzte Mal schon, Erinnerung. Ja, ich erinnere mich dran. So, das lege ich jetzt hier hin. Wir müssen jetzt wirklich genau die richtigen Fragen stellen. Ja. Hallo, Feo. Es ist halt ärgerlich, dass wir die grüne Lampe nicht dabei, also wir haben sie dabei, aber nicht aufgeladen. Du kannst aber gleich probieren. Ein Stückchen wird es noch. Ja, ich würde dann gerne mal mit der grünen Lampe gucken. Philipp, das könnten Bücher gewesen sein, ja. Das Problem ist manchmal, wenn du in dieser Situation bist, daraus schlau zu werden. Oh, das sieht gerade gut aus. Macht mal einen Screenshot, Leute. Beitreten. Beitreten. Du stehst gerade wieder da, wie bei dem Blair Witch Project. Hm. Fehlt nur noch der Kopf an der Wand. Das bin ja ich. Was ist denn das Ballonlicht? Ich weiß, das sind so kleine Bocker. Da. Da. Bist du da? Wir sind da. Liefern. Warum sollten wir runterkommen? Kannst du kurz nehmen? Einfach leuchten da vorne. Warum sollten wir runterkommen? Das EMF. EMF fliegt aus. Ja. Seht ihr es? Warte mal. Jetzt wird er nicht mehr. Weg. Jetzt geht's wieder los. Seht ihr das? Wir sind weit genug weg. Beispiel. Warum sollten wir runterkommen? Beispiel. Nenn du uns ein Beispiel. Mach ich gleich. Also wenn ihr Energie braucht, bitte zieht die aus den Geräten, aber nicht von uns. Bibliothek, das hatten wir das letzte Mal schon. Ja, und danach kam ja Erinnerung. Das letzte Wort, du hast ja gefragt gehabt, Bibliothek, also beziehungsweise gesagt, Bibliothek hatten wir das letzte Mal schon, danach kam Erinnerung. Das Komische ist, er hat dreimal vorhin das mit diesem Schreiben gesagt. Ja, es hat wirklich genau gepasst. Das Problem ist, ich glaube, die Bibliothek war noch eine Etage weiter unten. Wie ist unser Insta? Das ist verlinkt auf dem Profil hier. Das ist bei TikTok hier verlinkt. War das vielleicht mal früher eine Bibliothek hier, dieser Raum? Ich muss noch mal fragen, ob da eine Roma-Familie gewohnt hat. Ja. Hier? Hier. Also hier drin war eine Bibliothek. Ich habe da gerade nachgefragt, ja, oder? Ja. Hast du vielleicht hier drinnen gearbeitet in dieser Bibliothek? Wen kam ja was mit Schriftrollen und Texten hier finden. Es passt gerade, Leute, wir sind gerade wirklich wieder an dem Punkt, es passt sehr, sehr genau. Undine, ich fühle mich ganz gut. Fühlen? Ja, ja. Was kann gerade fühlen? Ja. Ich fühle auf jeden Fall, dass du nichts Böses von uns möchtest. Hier ist nichts Böses. Edda. Edda, der Edda, Name Edda. Kam ja auch schon tausendmal. Guckt nach unten, Büchern, Safes, sind da Bilder oder irgendwas geschrieben, was euch... Hatten wir damals, die Bilder hatten wir damals. Die habe ich als Kind hier schon gefunden, aber hier sind keine mehr. Sie heißt Edda. Ist hier ein Mann und eine Frau anwesend? Kiefer. Kiefer. Meine ich den Kiefer oder den Baumkiefer? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Wo ist denn die Taschenlampe? Ach, die ist hier vor meiner Nase. Warte mal, du leuchtest mal kurz dorthin, ich mache mal kurz die Taschenlampe aus. 1, 2, 3. Okay. Wieder an der Tür. Du siehst wieder den Schatten an der Tür. Siehst du das? Ja, ich weiß. Ich sehe das so und so. Ja, vielleicht war das der Nachname. Edda Kiefer. Könnte auch ein Nachname sein. Stimmt.
Das könnte der komplette Name sein. Ja. Da ist ein alter Name, Zweiter Weltkrieg. Das da ist wieder bei dem Thema. Damals Zweiter Weltkrieg. Ausländisches. Ausländisches, okay. Das wäre dann wahrscheinlich eher amerikanisch. Edda, was hast du beruflich gemacht hier? Ich habe da so eine leichte Vorahnung. Hier soll ja die Bibliothek gewesen sein. Na, ich glaube trotzdem an was anderes. Schrecklich. Schrecklich. Gerät. Was? Schrecklich Gerät. Hör zu. Wir hören dir ganz doll zu. Ja, wir hören dir zu. Was hast du zu sagen? Türkischer Name, Edda. Alles klar. Hey, Tierärztlein! Ich glaube irgendwie. Warte mal, mach mal. Wir machen mal die Taschenlampe wieder an. Okay. Alles klar, mach, okay. Mach die Taschenlampe aus. Mach das grüne Ding aus. Ja, ich hatte gerade hier. Ja, okay. Edda, warst du früher mal Nonne hier? Gebracht. Gebracht. Warst? Warst du früher? Ja. Warst du früher mal Nonne hier gebracht? Wurdest du als Nonne hierher gebracht? Ich höre was. EMF hinten steckt auch die ganze Zeit leicht aus. Es schlägt leicht aus. Der steht was verschwommen. Ich weiß. Hörst du das? Ich höre mal was von dort. Mal kurz ruhig, warte. Sie wurden an und an. Ja, gut. Nee, hinter uns. Irgendwas ist hier, okay? Links. Hinter dem Fenster. Das hört sich aber eher so an, als wenn gerade Katzen kämpfen würden. Was hat die. Was haben die Nonnen hier? Oder? Kat. Was? Kat? Margot. Oh, noch ein Name. War Margot eine Nonne? Hm. Geisterhaus, Lisa. Ja. Oh, das sind aber wieder viele Namen. Meine Fresse. 8 Namen, ja. Mochtest du das grüne Licht gerade nicht besonders? Den Eindruck hatte ich nämlich. Dankeschön, Duck Duck. Danke. Duck Duck, vielen lieben Dank. Das war nach langer Zeit das erste Mal, dass uns jemand was geschenkt hat. Dankeschön, Duck Duck. War das... ganz früher vielleicht eine Schwesternstation vom Krieg? Schatz, frag du mal bitte. Was soll ich fragen? Das EMF schlägt hinten aus. Ich sehe es. Was soll ich fragen? Ob das eine Schwesternstation vom Krieg war? Nee, das ist Quatsch. 9. Wie viele Namen hatten wir? Was? Wo denn? Wie viele Namen hatten wir? 8. Dankeschön für deine positive Energie. Vielen lieben Dank. Was hatten wir eben? 8 Namen. Ja, wer ist der 9? Wir haben 9 Uhr. 9 Uhr haben wir jetzt gerade, stimmt. Boah, stimmt, es das kam Ding, genau das Gerät in dem Moment. Sagt 9 und es ist 9. Genau 9. 21 Uhr. Meinst du die Uhrzeit oder meinst du die Seelen mit 9? Stimmt, genau in dem Moment kam 9. Genau um 21. Boah. Warte mal.
Welcher von den Namen ist ein Kind? Breit. Breit. Oh Gott. Kirchenglocke schlug 9 Nonnenfrage. War das ein Schwesternwohnheim für Nonnen oder sowas in der Art? Ich höre schon wieder was von vorne. Ersticken. Mhm. Ersticken. Nacht. Ersticken Nacht in der Nacht. Ja, in der Nacht. Ich höre trotzdem was von da vorne. Das war wie, als würde da draußen irgendwas lang schlürfen. Mich nervt es immer noch, dass wir den REM-Pod nicht mehr haben. Ja, haben wir nicht. Also normalerweise immer einen REM-Pod, der die Bewegung, wenn irgendetwas sich draußen bewegt hat, hätten wir es gehört. Danny, was war da für eine Musik? Ich habe keine Musik gehört. Edda war die Tochter des Königs Essex. Ehrlich jetzt? Ja, schreib gerade zukünftige Ex rein. Also wenn das stimmt, krass. Also wenn es wirklich stimmt, dann krass. Wo ist der REM-Pod denn? Der ist kaputt hin. Der ist leider beim letzten Live hier drinne. Zu Schrott gegangen nach... Kostbar. Kostbar. Ja, der war auch kostbar für uns, ja. Warte mal. Kostbar erschreckt. Warte mal. Gute Nachtmesse immer um 9. Guck mal auf das EMF. Seht ihr das überhaupt? Das EMF schlägt die ganze Zeit leicht aus. Das schlägt die ganze Zeit aus. Jetzt gerade wieder nicht. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt. Doch, da war Musik. Also Musik habe ich jetzt hier nicht gehört. Warte mal. Beim letzten Mal wäre der Punkt gewesen, dass wir der Meinung waren, dass draußen andere Leute unterwegs waren. Warte mal, ich frage jetzt mal 2 Fragen. Ist hier eine Nonne anwesend? Also vorne ist auf jeden Fall was an der Tür. Seht ihr, was ich meine? Ich gucke hier direkt. Nur? Nur? Ich habe gerade gefragt, ist hier eine Nonne anwesend? Nur. 1, 2, 2. Ist hier auch ein Kind anwesend? Das nehme ich für voll. Den Mann nehme ich nicht mehr für voll. Nacht. Nacht, schon wieder, Nacht. Schon wieder Nacht. Ich bin gerade wieder an dem Punkt, wo ich so richtig Kopf, wirklich richtig Kopfgulasch habe. Und versuche mir aus den ganzen Informationen... Polizei. Edda war in Frankreich im Kloster Nonne. Wirklich jetzt? Hat jemand geschrieben. Das ist gerade eine Information, die stark ist, aber ich weiß halt eben auch noch nicht, ob sie stimmt. Jetzt stell dir wirklich mal vor, jetzt kommt die Polizei hier hoch. Es kam gerade Polizei. Jetzt stell dir wirklich mal vor, du siehst jetzt hier Blaulicht, die oben angefangen haben. Hattest du was mit der Kirche zu tun? Schlimmer ist, bei dem ganzen Namen weiß ich nicht mehr, wer mit uns jetzt hier spricht. Traust du dich nicht zu uns rein? Bleib dort irgendwie stehen. Hörst du das von draußen? Ja. Ja, wir haben beide unsere Kreuze dabei. Wo habe ich meins jetzt eigentlich gerade hingetan? Du hast deins, gell? Ja. Ist hier. Hab's ja. Lothar? Noch ein Name. Das ist Name Nummer 9. Lothar. Eben kam gerade 9, wo ich nicht wusste, ist es die Uhrzeit oder ist es der Name? Hast du was mit der Kirche zu tun gehabt? Ich sehe immer was bei der Tür. Wir werden es aber sehen, wenn sich irgendwas Richtung Typ bewegt, dann sehen wir. Da ist aber was, ich sehe es doch.
Ich. Alter Verwalter. Okay. Alles klar. Gut, es hat sich gerade aufmerksam gemacht. Ihr hört es. Ihr seht es so rum. Okay. Okay, wir sind hier hinten. Wer ist hier anwesend? Nana. Was? Was? Nana. Patricia, danke schön. Guck mal bitte drauf, ob das nicht Nonne hieß. Guck mal da drauf. Alter Schwede. Ich habe gerade vorher gefragt, ob sie es nicht reintraut. Nana. Nana, nicht Nonne. Nein, aber vielleicht Nana. Heißt das auch Nonne. Ja, das kann sein. Das Leben lernt ja noch. Es kam gerade das ist der Moment, wo ich auch Gänsehaut bekomme. Der Bewegungsmelder ist wieder angegangen. Okay. Oh, Nana war als Kind mein Spitzname. Nana, Oma oder Uroma. Könnte auch sein. Seid ihr beide verwandt? Ich frage das jetzt so. Angst habe ich keine. Es ist. Verbrauchen. Oh, wie soll ich denn das wieder auffassen? Verbrauchen. Würdest du nochmal den Bewegungsmelder aktivieren? Tasche? Tasche. Die Tasche steht hinter mir. Nein. Wenn du hier anwesend bist, aktiviere nochmal einen Bewegungsmelder. Kannst du mal das Handy halten, weil ich fange an zu zittern. Es wird doch gerade wahnsinnig kalt. Ja. Kannst du hier drücken? Bitte? Ja, klar drücke ich. Kannst du hier drücken? Das ist gerade genau in dem Moment der Bewegungsmelder angegangen. Da habe ich mir gerade gedacht, krass, genau in dem Moment geht der Bewegungsmelder an. Ja, es wird langsam frisch. Ich muss mal kurz hier rumstellen. Holy Mary, ich will nicht schreien, aber da war ich gerade wirklich erschrocken gewesen, wo ich gesehen habe, dass der Bewegungsmelder angegangen ist. Das zweite Mal jetzt schon, gell? Ja, den kannst du auch nicht einfach in irgendeiner Form manipulieren. Könnt ihr auch die Bälle betätigen? Ja, dankeschön, Duck, für deine Geldpistole, vielen lieben Dank. Da vorne liegen drei runde Bälle für euch und ein kleines Ballonlicht. Könnt ihr eins von diesen Sachen betätigen? Rahmen. Rahmen, Türrahmen. Mach kurz das Licht. Alex, der nächste Annahme. Mach mal ganz kurz, Dankeschön, Duck, vielen lieben Dank, mach mal ganz kurz das Licht aus. Nein, das ist, ja, genau, richtig, okay. So, jetzt machst du mal das andere Licht bitte ganz kurz aus. Anscheinend, und jetzt das Grüne, nur das Grüne. Jetzt wird mir sehen, wenn irgendwas sich durch die Tür bewegt. Das mit den Bewegungsmelder, ich war erschrocken gewesen. Ich habe keine Angst, Leute, ich war aber gerade mega erschrocken gewesen. Nein, ich weiß es nicht. Wie wenn man Berg runterfahren. Danke schön, ja. Hast du das auch gerade? Ja. Oh, jetzt sag ich gerade, der Ghostball ist angegangen. Ist was in der Alixbox? Ich weiß es nicht. Quadrat. Hier ist was in der Alixbox. Was sehe ich? Es ist immer was an der Alice-Box. Wert. Wert. Und da vorne. Denn der grüne Punkt. Nee, ist glaube ich nur ein Orb. Nee, das reflektiert gerade. Nein, ich glaube, das reflektiert gerade nur. Der Ball, ja. Würdest du nur mal einen Bewegungsmelder anmachen? Betonung, Entschuldigung. Würdest du bitte nochmal einen der Bewegungsmelder anmachen? Ich glaube, da will er hören, welchen? Ja, ich glaube, es ging um die Betonung. Ich glaube, auch Seelen stehen auf Anstand. Ich zitter so doll. Ja, vor. Vor. Ja, vor. Siehst du das? Ja, man sieht es. Man sieht, wie es blinkt. Das Schlimme ist, da gucke ich gleich aus. Mach
Licht mal wieder aus. Mach das Licht aus, mach das normale mal wieder an, bitte. Oh, das ist ja blind. Ja. Es kam Betonung, nein, ich glaube auch Seelen stehen auf Freundlichkeit. Ja. Wir würden gerne wenigstens ein Alter von euch erfahren. Ja. Und Freunde, passt gerade nicht zum Thema, aber vielen lieben Dank. Wir sind bei Liga C, sind wir gerade auf Platz 8. Vielen lieben Dank dafür, Freunde. Liga C. Ach, Liga C, das ist irgendwas von TikTok. Deswegen einen dicken Kuss an meine beste Freundin Carmen, an Kuschina. Spitze. An Sandralini, an Nina, an DuckDuck, an Kirsten, an Victoria, an Sienchen, an Alina, an Jasmin. Und an Patricia, vielen lieben Dank. Dankeschön, Leute. Ja, wir sind gerade, was habe ich gerade gesagt? Ich glaube, Platz 8 in Liga C. Danke, Leute. Vielen lieben Dank. Um mal kurz die Stimmung ein bisschen zu lockern. Sie hat uns gratuliert. Ja. Dankeschön, Tatjana. Das war eine Katze. Ja. Dankeschön, Kuschina, für dein Bruderherz. Hörst du das von draußen? Ja, das klingt aber gerade eher so, als wenn Katzen miteinander kämpfen würden. Dankeschön, Josephine. Mehr. Mehr. Mehr Katzen. Ja, zwei. Wahrscheinlich. Ja. Leute, wirklich vielen lieben Dank. Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile, was das Ziel von Dani und mir ist. Dankeschön, Sienchen. Dankeschön, Alina. Was das Ziel von uns ist, wir wollen irgendwann gemeinsam mit euch in die USA gehen. Die Leute, die länger dabei sind, wissen das natürlich. An jeden, der neu dabei ist. Dankeschön, Carmen. Boah, hörst du das von draußen? Das ist ja grausam, Mann. Ja, dankeschön, Mrs. Pia. Leute, vielen lieben Dank. Ja, ich hör's. Farbtopf, mein Guter. Dankeschön auch an dich für dein Bruderherz. Ist es dir recht, dass wir hier sind? Dankeschön, Marcel. Dankeschön, Michelle. Das hat sogar gereimt. Desiree, hi, dankeschön für deine Superkraft, meine Gute, hey. Dankeschön, Josie. Decke. Dankeschön, Nana. Decke. Ist es hier richtig? Haben wir die Powerbank noch hier? Dankeschön, Alina, für dein Bruderherz. Ja, die ist mit meinem Ding drin. Ansonsten geht das Handy in 30 Sekunden aus. Machen. Ja, das Handy geht nämlich. Dankeschön, Patricia. Ja, das Handy geht jeden Augenblick aus. Wartet, Freunde, ich muss ganz kurz. Dankeschön, Nadine. Ich muss jetzt ganz kurz hier eine Powerbank anschließen. Das Handy ist nämlich sonst... Oh, das muss schnell gehen. Sienchen, danke. Gefallen? Warte, ich muss erst anmachen. Das sind, glaube ich, Katzen draußen. Ja, gefallen. Du musst mir kurz helfen. So. Hast du es? Ja, ich hab's. Ja. Fräulein Ricky, Leute, wirklich vielen lieben Dank. Irgendwann, ich sage es immer wieder... Daniel und ich, wir tun nichts in die eigene Tasche wirtschaften. Wir wollen irgendwann mit euch nach Amerika. Ich habe noch 3%. Dankeschön, Dana. Jetzt ist das gerade, ja. Dankeschön, Dana. Jetzt ist das gerade auf 3% runtergegangen. Danke, Freunde. Wie runtergegangen? Das ist von 7 auf 3% runter. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das seht ihr schnell. Braucht ihr Energie? Alter, das ist gerade gezogen. Das ist ja gerade sowas von gezogen. Ja. Also hier ist auf jeden Fall nichts, was uns Angst machen möchte. Nein, das Gefühl habe ich auch nicht. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dieses Gefühl... Kampagne? Was für ein Ding? Kampagne. Ach, Kampagne. Brauchst nicht gucken, Kampagne. Das Gefühl, dass mir irgendetwas Angst machen wollte, hatte ich eigentlich immer nur, wenn ich alleine hier drin war. Aber Dani hatte immer das Gefühl, dass sie immer der Meinung war, dass irgendetwas sie in diesem Haus nicht haben möchte. Ich habe heute komischerweise nicht das Gefühl. Ich hoffe, es legt jetzt wieder. Boah, das ist gerade von 8% runter auf 3, von 7. Kapitän. Das ist gerade von 7%, nee, von 7 oder 8%, egal, runter auf 3%. Ich hoffe, es legt jetzt wieder. Einen kleinen Schluck trinken, kannst du mir mal machen. Wo ist denn dein Wasser? In deinem Rucksack. Wo ist denn dein Rucksack? Hinter dir. Hinter mir. Guck mal, Freunde, es sieht gerade wieder aus wie Silent Hill PlayStation 2 von 1900 irgendwann. Kuschina, mein Schatz! Oh, Kuschina!
Das war das. Dankeschön, meine Gute. Danke für dein Einhorn. Dankeschön, Cuscina. Oh, Cuscina. Vielen lieben Dank, Cuscina. Also Cuscina, Carmen, Sandralini, Nina, über alle anderen. Danach einen riesen dicken Kuss. Das klingt gerade so doof. Über allen anderen, nein. Vielen lieben Dank an alle. Danach dann Kirsten, Victoria, Sienchen, Alina, Patricia, Jasmin. Jasmin, dein Paket. Vielen lieben Dank dafür. Fräulein Ricky, Desiree, Josie, Nana, Lilith, Dodo, Kati. Vielen lieben Dank an euch, Freunde. Mitarbeiter. Süd. Süd. Das Süd hat man neulich davon. Ja. Sienchen, Dankeschön für dein Basecap. Ich nehme den Ball. Kritiker. Das Schlimme ist, das Handy lädt gerade nicht. Ich bin die ganze Zeit gerade so bei 3%. Ja, das Handy lädt gerade nicht. Jetzt habe ich meine Frau vergessen. Es tut mir leid. Jetzt war sie weg. Eine Passion ist sie. Ich habe ja immer die Frage gestellt, wahrscheinlich zu einfach. Ist die weiße Frau hier anwesend? Farbtopf, dankeschön. Habe ich immer die Frage gestellt. Zähler. Also ich glaube, das Schlimme ist wirklich, das Handy geht gleich aus. Ich habe gerade die Powerbank angeschlossen. Ich glaube, das Handy geht gleich aus. Es geht nicht mehr weiter wie 3%. Ja, wir bleiben jetzt, wir ziehen durch. Wir ziehen jetzt einfach durch. Also bis es ausgeht. Ja, wir ziehen durch. Wenn wir schlagartig verschwunden sind, ist das Handy ausgegangen. Die Powerbank ist auch dran. Ja, also Leute, falls es ausgehen sollte, nicht böse sein, aber gerade geht's noch. Kirsten, Dankeschön. Es geht gerade noch. Also bitte nicht böse sein, wenn es dann ausgeht. Es sind genau 3% und selbst durch die Powerbank geht's gerade nicht hoch. Liebe Seelen, geht's euch gut? Das interessiert mich auch. Ja. Kirsten, das kann gut sein. Sonnenwende. Sonnenwende. Praktikum. Sonnenwende hatten wir. Wir hatten die Sonnenwende. Das ist immer das, was ich sage, wo ich damals den Fehler gemacht habe. Bin 0 Uhr mit euch zum Schloss, habe aber Winter- und Sommerzeit verwechselt und habe den Fehler gemacht und war genau zur, ich glaube, Winterzeit mit euch 0 Uhr oben, hätte aber normalerweise 23 Uhr hingehen müssen. Da habe ich damals diesen großen Fehler gemacht. Es ist nichts passiert. Ich werde das auch in Zukunft nochmal machen und werde zum Glockenschlag, was die Geschichte erzählt, dass man dort die weiße Frau um das Haus in dem Schloss, also um dem Schloss, in dem Schloss sehen soll. Den Fehler werde ich auf alle Fälle nicht nochmal machen. Da habe ich den Fehler gemacht, Sommer- und Winterzeit nicht zu verwechseln, sondern ich bin halt einfach 0 Uhr dorthin gegangen und war der festen Überzeugung, ja, ich gehe halt 0 Uhr dorthin. Ich hätte aber 23 Uhr dahin gehen müssen. Möchtet ihr, dass wir wiederkommen? Die 3% gehen gerade nicht hoch. Bitte einer der Modis nochmal ganz kurz den YouTube-Kanal fixieren. Bitte nochmal ganz kurz einer von den Modis. Dichter. Bitte einer der Modis nochmal ganz kurz den YouTube-Kanal fixieren. Danke Steffi. Ach nee, jetzt mein Ja. Dankeschön. Heilen. Da laden wir alle unsere, wir sind ja nicht nur hier in dem Geisterhaus, sondern wir sind auch in verlassenen Kinderheimen und auch in anderen Lost Places und da laden wir die kompletten Livestreams immer nochmal hoch. Da könnt ihr euch die Livestreams in voller Länge nochmal angucken. Jetzt Lilith. Ja Leute, bitte. Nochmal. Mach mal. Ihr habt's gehört, mach mal. Seitwärts. Schatz, jetzt sind es nur noch 2%. Also den Stream könnt ihr euch alles, wir laden alles in voller Länge immer bei TikTok, bei YouTube hoch. Würde. Leucht mal bitte zur Tür. Geh mal Richtung Tür nochmal bitte. Bitte Richtung Tür. Ich wollte nur diese Seitwärtsüberprüfung gucken. Ja. Geh mal mit hier lang. Ich geh mit. Irgendwas machen sie doch mit sein. Ich weiß es nicht. In der Ecke.
Hinten an der Ecke? Ja, ich sehe es, ich sehe es. Okay, gut. Boah, das siehst du aber wirklich deutlich. Alles klar, gut. Okay. Dani kann doch live eröffnen. Was kann ich eröffnen? Live eröffnen. Wie meinst du das? Dass du live gehst. Wann? Ach so, über mich jetzt? Ja. Guck mal, was mein Akku überhaupt sagt. Leute, mein Handy ist gleich aus. Das ist immer das Schlimme, wenn du... Das ist auf jeden Fall die Seite da hinten. Mach mal kurz Licht an. Das ist immer das Schlimme. Also mein Handy ist das S23 Ultra. Das zieht so viel... Draußen ist jemand. Vorne. Ja, genau, vorne. Vorne ist jemand. Team Lina, Dani geht auch, wenn du über mich live. Jetzt das Geblitze eben hier. Ja, ich hab's gesehen. Du hast es auch gesehen, ja? Ja, ich hab's gesehen. Hörst du das? Ja. Mach mal bitte trotzdem kurz die Taschenlampe an. Mach das grüne an. Mach das grüne Licht an. Darum, Leute, ich habe nur 1% Akku. Mein Handy geht jeden Augenblick aus. Schatzi, willst du kurz über dich noch reingehen? Ja. Ja. Dann sagt, sie sollen rüberkommen. Also sie sollen gleich wieder reinkommen. Leute, kommt sofort wieder rein. Dani geht auch nur über mich live. Wir haben das Profil gemeinsam. Bei mir, mein Handy ist gleich aus. Bleibt einfach, wartet kurz 10 Sekunden. Ne?